Ich möchte Sie alle herzlich begrüßen zu unserer Veranstaltung zur 30-Stunden-Woche. Ja. Wir hatten uns das jetzt in etwa so vorgestellt. Ich gehe mal davon aus, dass alle sich das soweit angesehen haben, hier auch von dem Flyer. Also Professor Bontrop wird uns einen Input-Vortrag halten zu dem Thema, um auch mal so die wichtigsten Grundlagen nochmal zu referieren. Danach, also ich gehe mal davon aus, so 20, 30 Minuten wird das ungefähr dauern. Und dann werden wir hier auf dem Podium das nochmal mit einbeziehen und kurz diskutieren. Und unser grundlegendes Interesse ist selbstverständlich, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen und möglichst hier eine Diskussion zu führen, die auch mit dem Publikum entsprechend einbezogen ist. Das wäre jetzt erstmal so zum ungefähren Ablauf des Abends. Und dann würde ich jetzt schon Professor Bontrop bitten, dass er zum Referat schreibt. Ich freue mich, dass ich seit langer Zeit mal wieder in meiner geliebten Stadt Bremen sein darf. Nach meinem Studium musste ich die Stadt leider verlassen. Aber ab und zu bin ich dann doch noch mal hier und deshalb freue ich mich heute auch besonders und vor allen Dingen, weil so viele gekommen sind und hier doch einer wichtigen Veranstaltung, denke ich, beiwohnen wollen, die versuchen will, aufzuzeigen, dass wir ohne eine massive Arbeitszeitverkürzung in Deutschland nie mehr auch nur annähernd eine vollbeschäftigte Wirtschaft erreichen werden. Und was das bedeutet, das sehen wir seit sehr, sehr langer Zeit. Wenn man sich die Geschichte anschaut, seit 1949, gut 60 Jahre Bundesrepublik Deutschland, dann auch die Wiedervereinigung, dann kann man sagen, 50 Jahre Massenarbeitslosigkeit, das ist der Befund. Und mal 14, 15 Jahre, da kann man sich dann drüber streiten, hatten wir eine vollbeschäftigte Wirtschaft. Und es gibt ja da auch ganz einfache ökonomische Gesetzmäßigkeiten. Wenn eine Ware unter kapitalistischen Bedingungen im Überschuss vorhanden ist, also wenn das Angebot größer ist als die Nachfrage, ja, dann verfällt der Preis. Das ist eigentlich für einen Ökonomen ja, eine triviale Feststellung, wenn überhaupt. Das ist an den Arbeitsmärkten nicht anders. Ja, an den Arbeitsmärkten, an den kapitalistischen Arbeitsmärkten, den Arbeitsmarkt schlechthin gibt es nicht, gibt immer nur Teilmärkte, da muss sich der Mensch verkaufen. Wenn hier ein Überschussangebot vorliegt, ja, dann verfällt auch hier der Preis, das Arbeitsentgelt. Und der Befund liegt da empirisch zu Genüge vor. Ich hätte fast gesagt, die Spatzen pfeifen es von den Dächern. Alle Welt redet von Umverteilung von unten nach oben. Aber keiner beantwortet die Frage, auch im linken Spektrum nicht. Die Rechten tun das natürlich nicht, obwohl sie es wissen. Was ist denn eigentlich die Ursache dafür? Was ist denn die Ursache für diese gigantische Umverteilung? Die wir dann neoliberale Umverteilung nennen, etc. Ja, die Ursache ist einfach. Die Ursache ist ein Überschussangebot an wahre Arbeitskraft. Massenarbeitslosigkeit, nichts anderes. Und der Unterschied zu jeder anderen Ware ist bei uns Menschen, das ist auch allenfalls eine triviale weitere Feststellung, wir Ökonomen nennen das die Anomalie oder die anormale Arbeitsangebotsfunktion. Normalerweise tritt ja bei Preisverfall eine Verknappung ein. Jeder Unternehmer macht das. Jede Branche macht das. Wenn man merkt, die Preise verfallen, ja, dann gehen die Unternehmer dazu über und verknappen. Nehmen Produktion aus dem Markt, schließen Fabriken. Wenn das alles nichts nützt, dann macht man ein Kartell. Sind ja mal gerade in jüngster Zeit einige hochgegangen, die man enttarnt hat. Aber, Entschuldigung, am Arbeitsmarkt verknappt man nicht? Was ist denn das für eine Veranstaltung?
Wie dumm muss man da eigentlich sein, gesellschaftlich? Wie dumm muss man da eigentlich sein, um nicht auch hier an den Arbeitsmärkten eine Verknappung herbeizuführen, um den Verfall, den Preisverfall, den Verfall des Arbeitsentgeltes zum Stoppen zu bringen? Und die Gesetzmäßigkeit, die ökonomische, ist wiederum eigentlich erstes Semester, na gut, sagen wir zweites. Wenn in einer Volkswirtschaft die reale Wachstumsrate, wir messen das ja im BIP, im Bruttoinlandsprodukt, wenn diese Wachstumsrate kleiner ist als die Wachstumsrate der Produktivität, dann ist die Folge was? Was folgt daraus? Ja, ganz einfach, dann geht das Arbeitsvolumen in einer Volkswirtschaft zurück. Und was ist das Arbeitsvolumen? Ja, das Arbeitsvolumen ist nichts anderes als das mathematische Produkt aus der Zahl der Beschäftigten, also der Menschen, die Arbeit haben, multipliziert mit ihrer Arbeitszeit. Und wenn wir eine Produktionslücke haben, die dann in Folge zu einem Rückgang dieses gesamtwirtschaftlichen Arbeitsvolumens kommt, ja, dann hat das System im Grunde genommen noch 3 Freiheitsgrade, mehr nicht. Wenn man mindestens die Beschäftigung halten will, ja, dann muss die Arbeitszeit reduziert werden. Eine andere Lösung gibt es nicht. Und wenn ich das nicht akzeptiere, die Arbeitszeit zu verkürzen, ja, dann geht die Beschäftigung zurück. Es entsteht Arbeitslosigkeit. Jetzt kann man aus beiden natürlich noch eine Kombination machen, das ist ja die dritte Variante. Die Welt hat sich entschieden, die erste Variante im Grunde genommen zu wählen, also die Arbeitszeit nicht zu verkürzen, ja, dann geht die Beschäftigung zurück. Und den Befund haben wir. Und dann haben wir Massenarbeitslosigkeit. Das wirkt dann aber auf das Arbeitsangebot zurück, weil der Einzelne, das einzelne Individuum, das ist dann die von mir schon erwähnte Anomalität, nicht weniger an Arbeitskraft anbietet, sondern weil er sein Einkommen halten will, bietet er mehr an. Mit der Folge in der nächsten Periode, dass der Preis, der Lohn noch mehr verfällt. Und am Ende der Geschichte landen wir im Prekariat. Gerade ist ja wieder eine Studie rausgekommen, gestern ging es über den Äther, dass immer mehr Menschen 2, 3 Jobs haben müssen. Das ist das dann, diese Anomalität zum Vorteil des Kapitals. Da kann sich jeder Unternehmer die Rosinen picken, kann über Fachkräftemangel gleichzeitig stöhnen, weil er vielleicht an einzelnen Teilarbeitsmärkten Verknappungen auftreten. Das hat aber mit dem Ganzen nichts zu tun. Dann setzt Volksverdummung ein. Volksverdummung. Und Realitätsverlust. Das ist das Endstadium. Die Arbeitsmärkte in Deutschland sind in einem katastrophalen Zustand. Sie waren noch nie so schlecht, wie sie heute sind. Wir haben zwar noch nie so viele Erwerbstätige wie heute. Ich habe hier die Zahlen noch mal rausgeschrieben für 2012. Wir hatten hier insgesamt 41,5 Millionen Erwerbstätige. Die teilten sich auf in gut 37 Millionen abhängig Beschäftigten und 4,5 Millionen Selbstständige. Wenn man sich dann die 37 Millionen abhängig Beschäftigten anschaut, übrigens könnte man jetzt hier einen langen Vortrag halten über die sogenannten Selbstständigen. Die 4,5 Millionen, davon sind alleine 2 Millionen sogenannte Solo-Selbstständige. Die beschäftigen nicht einen einzig abhängig Beschäftigten. Die sind meist selbst prekär und beuten sich jeden Tag selbst aus. Aber darüber will ich jetzt hier heute nicht reden, über die Selbstständigen, sondern über die abhängig Beschäftigten. Wenn man also diese 37 aufteilt, hatten wir etwa gut 24 Millionen von den 37, die nur eine Vollzeitbeschäftigung hatten, in 2012, die ein Arbeitsvolumen von 39,6 Milliarden Stunden geleistet haben.
Jahresarbeitszeit war 1645 Stunden. Das ist eine durchschnittliche Wochenarbeitszeit gewesen von 37,13 Stunden. Das sind die Vollzeitbeschäftigten gewesen. Ja, muss man sich aber die Frage stellen, ja, was ist denn mit den anderen 13 Millionen? Die auch als abhängig beschäftigt gezählt werden. Und da steht dann jeden Tag verblödend, in jeder Zeitung geht über den Äther, ja, diese 13 Millionen, die hatten eine durchschnittliche wochenliche Arbeitszeit 2012 von mal gerade 15,9 Stunden. Da kannst du nicht von leben und auch nicht von sterben. 85% davon sind übrigens Frauen, weil Teilzeit in Deutschland Frauenarbeit impliziert. Das ist die Wahrheit und nichts als die reine Wahrheit. Das heißt, wir haben segmentierte Arbeitsmärkte, prekarisierte Arbeitsmärkte und sie werden uns verkauft. Sie werden uns von herrschender Politik verkauft, als hätten wir demnächst den Zustand einer vollbeschäftigten Wirtschaft. Das ist Volksverdummung in übelster Form. Und das noch amtlich über den Äther dem Volk verkauft. Das kann man nicht akzeptieren. Das kann man wirklich nicht akzeptieren. Aber es ist so. Und wenn man sich das Elend dahinter anschaut, ich habe die Zeit jetzt nicht, meine Mitreferenten werden da sicherlich auch noch einiges zu sagen, wenn man sich das Elend dazu anschaut, dass das einzelne Individuum erleiden muss, wer arbeitslos ist, nicht wenigstens von seiner Arbeit leben kann, ohne staatliche Alimentierung noch zu empfangen, wer das nicht versteht als Politiker, das ist kein Volksvertreter. Das ist kein Volksvertreter. Der leidet nämlich auch dann längst an Realitätsverlust. Und es ist aber nicht nur ein Problem für das einzelne Individuum, sondern natürlich auch für die Gesellschaft, für die Volkswirtschaft als Ganzes. Denn Arbeitslosigkeit impliziert fiskalische Kosten, der Arbeitslose muss alimentiert werden. Über Arbeitslosengeld 1, Arbeitslosengeld 2, Steuerausfälle, Ausfälle in den Sozialversicherungshaushalten. Die Bundesagentur für Arbeit hat das mal gerechnet. Ich habe das umgesetzt, mal bezogen auf Staatsverschuldung, die ja überall gegeißelt wird. Übrigens auch Volksverdummung. Wenn hier vom Bahnhof bisher herläuft, dann wird man ja schon durch die Plakate. Also man fasst es nicht, was da auf diesen Plakaten an hohlen Sprüchen steht. Wenn man mal sich die fiskalischen Kosten der Massenarbeitslosigkeit anschaut, wie gesagt, das sind amtliche Zahlen, dann lag der Durchschnitt von 2001 bis 2011 bei sage und schreibe 74 Milliarden Euro jährlich. So viel kostet Deutschland die Arbeitslosigkeit. Wenn man dagegen die Staatsverschuldung rechnet, die lag von 2001 bis 2011 jahresdurchschnittlich bei 56,7 Milliarden Euro. Wie ist denn dann der Befund? Ja, der ist trivial. Der bedeutet, hätten wir keine Arbeitslosigkeit gehabt, dann hätten wir nicht nur nicht zusätzlich im Staat uns verschulden müssen, sondern wir hätten von 2001 bis 2011 auch noch einen Finanzierungsüberschuss von sage und schreibe 17,3 Milliarden Euro erzielt. Da sieht man, was Arbeitslosigkeit der Gesellschaft insgesamt kostet. Und wenn man mal eine Prognose wagt, von dem Hintergrund der Vergangenheit, 60er Jahre, 70er Jahre, 80er Jahre, 90er Jahre, 2000er Jahre, dann hatten wir nur in den 80er Jahren einen Zuwachs im gesamtwirtschaftlichen Arbeitsvolumen von 0,2%. In allen anderen Jahren war der Zuwachs negativ. Und dadurch hat sich da natürlich auch eine Sockelarbeitslosigkeit aufgebaut, Langzeitarbeitslosigkeit aufgebaut, mit allen Dequalifizierungen und die da letztlich mit verbunden sind.
Und wir haben ja von der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik und ATTAC Arbeit verteilen einen Zusammenschluss gemacht. Da muss man auch hier insbesondere in Bremen die Margareta mehr als loben, die schon vorher hier auch Helmut Spitzler muss man hier erwähnen, der fast auch verzweifelt wäre, viel zu früh ist er leider verstorben, der sich immer eingesetzt hat als Wissenschaftler auch für Arbeitszeitverkürzung. Viele andere auch, Oskar Negt, Fritz Filmer, um mal hier ein paar große zu nennen. Sie sind immer belacht worden, naja, lass die Mann reden. Das ist ja alles Wolkuckskuckucksheim. Nein, das andere, das ist die Realität. Wenn man nämlich versäumt, in einer Volkswirtschaft Produktivitäten nicht auch einzusetzen für Arbeitszeitverkürzung, dann erntet man Massenarbeitslosigkeit und am Ende Lohnverfall. Immer mehr Lohnverfall, da müssen die Menschen, die Kolleginnen und Kollegen, wie die Gewerkschaften sagen, am Ende des Tages für immer weniger Lohn immer mehr arbeiten. Das ist das Ergebnis. Und deshalb haben wir da nochmal einen Versuch gemacht und ich darf das vielleicht kurz nochmal schildern, wie das war, der Mossen Massarat und meine Wenigkeit. Wir haben dann nochmal einen offenen Brief verfasst. Wir haben gesagt, wir wollen 100 Persönlichkeiten gewinnen, die diesen Brief unterschreiben. Und als wir die hatten, haben wir uns an die Taz gewandt und die Taz hat den veröffentlicht und das hat schon eine Eruption ausgelöst. Als die Taz auf Seite 1 und auf Seite 6 es groß brachte, 100 Persönlichkeiten fordern die 30-Stunden-Woche. Es war am Rosenmontag im Februar, leider trat dann nachmittags der Papst zurück. Und wir wurden von Platz 1 in den Medien auf Platz 2 verdrängt. Aber das hat gezeigt, dass zwei Professoren mit solch einer Initiative, mit so einem offenen Brief, 14 Tage in der Republik was bewegt haben. Bei mir in der Hochschule gaben sich die Sender die Klinke in die Hand. Wenn der Papst nicht zurückgetreten wäre, wäre ich abends in der Tagesschau gewesen, das war alles aufgenommen. Bei heute war alles aufgenommen, alles im Kasten. Es wurde leider dann rausgenommen, weil man dann nur noch über den Papstrücktritt berichtete. Was ich damit sagen will, wenn zwei Professoren ohne jegliche Mittel, ja, ohne Pressestellen und Mitarbeitern das bewegen können, warum können das dann nicht Gewerkschaften bewegen mit einem Apparat im Hintergrund? Ich will noch mal kurz den Mechanismus erklären, weil durch viele Vorträge und auch Diskussionen stelle ich immer wieder fest, die Menschen verstehen das nicht. Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohn und Personalausgleich. Wenn ich 10 frage, auch Gewerkschaftssekretäre frage, erklär mir das mal, dann kriege ich 10-mal eine falsche Antwort. Deshalb will ich den Mechanismus, der sich dahinter verbirgt, nochmal hier erklären. Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich bedeutet, dass ich die Produktivitätsrate als Verteilungsspielraum habe. Ich lasse die Preissteigerungsrate, die auch immer Verteilungsspielraum ist, völlig außen vor. Die brauche ich nicht, die verkompliziert das nur. Es geht letztlich um die Produktivität. Wenn ich einmal unterstelle, eine Wirtschaft wächst mit 2%, das ist so etwa die Wachstumsrate der letzten 20 Jahre in Deutschland gewesen, dann kann ich diese 2% benutzen, diese Produktivität, und kann die Arbeitszeit um diese 2% reduzieren. Kann aber gleichzeitig den Lohnsatz, also den Preis für die Stunde Arbeitskraft, auch um diese 2% erhöhen. Weil, wenn ich dann multipliziere,
die reduzierte Arbeitszeit um die Produktivitätsrate mit dem gestiegenen Lohnsatz in Höhe der Produktivitätsrate, dann bleibt der Lohn ceteris paribus, also unter sonst gleichen Bedingungen, Preissteigerungsrate real konstant. Das heißt Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich. Der Mitarbeiter, der Arbeit hat, der Beschäftigte, bekommt real nicht mehr ein Einkommen. Richtig. Sein Benefit ist, er arbeitet für gleiches Entgelt, reales Entgelt, nicht nur nominales, reales Entgelt, um diese Produktivitätsrate weniger. Weil dieses freigesetzte Arbeitsvolumen benötigen wir, um die, die keine Arbeit haben, reinzuholen. Und wir können sie reinholen zu den gleichen Bedingungen. Zu den gleichen Bedingungen, nicht zu einem Deutsch schlechtere Bedingungen, zu den gleichen Bedingungen wie die Menschen, die zurzeit Arbeit haben und deren Arbeitszeit wir verkürzt haben und den Lohnsatz in Höhe der Produktivitätsrate erhöht haben. Dabei gibt es drei ökonomische Befunde. Die sind entscheidend. Erstens, die Lohnstückkosten, das ist der entscheidende Terminus technicus, bleiben konstant, die verändern sich nicht. Zweitens, es liegt Verteilungsneutralität vor. An der Verteilung zwischen Lohnquote und Gewinnquote ändert sich nichts. Und das Schöne für die Unternehmer ist, sollten die Unternehmer im Raum sein, weiß ich nicht. Dann kann ich allen sagen, bleiben Sie ganz ruhig, Ihr Gewinn steigt auch noch. Ihr Gewinn steigt auch noch in Höhe der Produktivitätsrate, was sagen Sie jetzt? Sonst wäre es nämlich nicht verteilungsneutral und sonst blieben die Lohnstückkosten auch nicht konstant. Wenn das so ist, und das ist so, ich könnte das jetzt mathematisch schnell dir zeigen, Zeit habe ich nicht, da muss mir bitte schön mal jemand hier im Saal die Frage beantworten, wenn alle nur Gewinner sind, die Beschäftigten sind Gewinner, die Arbeitslosen sind Gewinner, die Unternehmer sind Gewinner, die Gesellschaft als Ganzes gewinnt, warum machen wir das dann nicht? Warum machen wir das dann nicht, wenn alle gewinnen? Die Antwort ist wiederum trivial. Weil die Kapitalisten nicht mitspielen. Weil die mit der Arbeitslosigkeit bestens leben können. Die Arbeitslosigkeit, das wissen wir Ökonomen, nicht erst seit Karl Marx, das hat Adam Smith schon beschrieben, 1776. Arbeitslosigkeit, bildlich gesprochen, das ist der Knüppel, das Disziplinierungsinstrument, um die Beschäftigten klein zu halten. Deshalb wollen die das nicht. Und deren Parteien, die in den Parlamenten sitzen und deren Interessen vertreten. Deshalb reden sie nicht darüber. Das ist der Hintergrund. Der ist auch trivial. Der hat dann mit gesellschaftlicher Macht und Machtverteilung zu tun, obwohl es ökonomisch geboten ist, ökonomisch rational ist und alle in der Gesellschaft Gewinner werden. Alle werden Gewinner. Ich bin dafür, es zu machen. Deshalb kämpfe ich auch dafür als Wissenschaftler, setze mich dafür ein, wie auch andere. Und Kübel von Dreck kippt man über uns aus. Man will es nicht wahrhaben, man will es nicht hören. Von den Gewerkschaftsspitzen kommen da die Argumente, naja, die Kolleginnen und Kollegen, die verstehen das nicht und die wollen das auch nicht. Das kann man nicht transportieren. Ja, wenn das so ist, dann legt euch hin und schlaft weiter und nehmt weiter Massenarbeitslosigkeit in Kauf, denn das ist dann die Alternative, damit das mal klar ist. Und weiterer Lohnverfall. Da müsst ihr das machen und die Gesellschaft weiter zerstören. Und wer hier glaubt im Raum, jetzt haben wir ja demnächst den demografischen Wandel,
die gesamtwirtschaftliche Arbeitsangebotsfunktion geht zurück, dann sage ich allen hier im Saal, das wird einen Effekt bringen. Ja, aber der wird nicht ausreichend sein, um die Produktivität, die immer mehr wegläuft, den Wachstumsraten wegläuft, das zu kompensieren. Dann könnte man noch umdrehen, wie viel Wachstum wollen wir denn noch? Wie viel Wachstum brauchen wir denn? Es müsste ja größer sein, die reale Wachstumsrate, also preisbereinigt, müsste größer sein als die Produktivität. Wer glaubt denn noch hier im Saal, dass wir in 4, 5 Jahren in irgendeinem Supermarkt, nur mal ein Beispiel für Produktivitätsentwicklung, überhaupt noch eine Kassiererin finden werden? Wir werden uns auch noch selbst abkassieren. Erst hat man uns gesagt, geht in die Supermärkte, bedient euch selbst. Dann hat man uns in Schlangen gestellt an den Kassen und unsere Zeit okkupiert. Und der nächste Moment, der jetzt kommt, ist, jetzt werden wir uns auch noch selbst abkassieren. Und Personal findet nicht mehr statt. Wo bleiben aber die Menschen? Ja, sie sind ausgegrenzt. Sind heute schon ausgegrenzt. Karl Marx hat sie Lumpenproletariat genannt. Sie sind außerhalb der Gesellschaft an den Rand gespült und fristen da. Davon leben kann man da wohl kaum reden. Ihr Dasein. Das wird dramatisch zunehmen. Und die Gesellschaft wird sich immer mehr aufspalten in Arm und Reich. Und da sollten die Gewerkschaftsspitzen mal drüber nachdenken, wo sie da bleiben, wo die Machtverhältnisse hinfallen, wo sie ja heute schon hingefallen sind. Ich komme heute Nacht, ich hätte fast hier heute absagen müssen, weil ich heute Nacht erst um 1:30 ins Bett gekommen bin, in Gelsenkirchen eine Einigungsstelle geleitet habe bei Küppersbusch, einer der Traditionsküchenhersteller. Einige kennen vielleicht dieses Unternehmen. Die hatten in der Spitze mal 8.000 Beschäftigte, heute haben sie noch 466. Und da hat man auch das Totenglöckchen geläutet. Wir konnten da gestern Nacht noch 180 Arbeitsplätze von retten. Aber ich denke, das ist auch nur temporärer Natur. Und dann, in solchen Momenten, da kommt das Kapital dann aus dem Busch und sagt, Herr Buntrup, wir machen jetzt Arbeitszeitverkürzung. Ich sage, guck an. Aber doch sicherlich nicht mit Lohnausgleich. Um Gottes Willen, das geht natürlich. So, also von daher, es ist nicht 5 Minuten vor 12, wir haben längst 5 Minuten nach 12. Und wenn die Parteien, und deshalb haben wir auch gesagt in dem offenen Brief, dass das kein Gewerkschaftsobjekt oder Projekt, Objekt ist falsch, kein Projekt mehr sein kann, sondern es muss ein gesamtgesellschaftliches Projekt werden. Weil die Gewerkschaften sind längst viel zu schwach, um das auch nur noch annähernd in den Tarifverhandlungen durchzubringen. 50% der abhängig Beschäftigten unterliegen ja nur auch einem Tarifverhältnis etwa. Gut, muss man sicherlich differenzieren, jetzt Ost- und Westdeutschland. Aber das werden die Gewerkschaften nicht mehr schaffen mit ihren Beschäftigten. Deshalb muss es ein gesamtgesellschaftliches Projekt werden. Die politischen Parteien sind hier zu integrieren. Es muss eine Debatte stattfinden. Sozialverbände, Umweltverbände, Kirchen und so weiter. Das muss zu einer Agenda werden. Mit Rousseau könnte man fast sagen, es muss zu einem Gesellschaftsvertrag kommen. Weil eine Volkswirtschaft, die nicht allen Menschen Arbeit gibt, die einigermaßen vernünftig von leben können, ist keine Volkswirtschaft. Die segmentiert, die grenzt aus, die diskriminiert und verletzt Menschen. Schönen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich denke, das hat sehr gut gezeigt, wie die Situation momentan ist. Die interessante Fragen, die jetzt sich daran stellen, wie kommen wir eigentlich ein Stück weiter. Also ich kenne niemanden aus meinem Umfeld, der sagen würde oder die sagen würde, total klasse, ich bin sofort dafür. Ich kann mir nur nicht vorstellen, wie wir das schaffen und wie wir hinkommen.
Ich möchte auch noch mal darauf verweisen, wir haben ja momentan fast eine gegenteilige Entwicklung. Also was Arbeitszeitverlängerung greift ja um sich. Und zwar Überstunden ohne Ende. Also gerade hier in Bremen, wir brauchen nur gucken, Beispiel die Kliniken, haben wir rauf und runter, Pflegebereich und, und. Und ich möchte auch noch auf einen Zusammenhang hinweisen, der mir jetzt auch in der Runde richtig wichtig wäre. Das ist der geschlechterpolitische Aspekt, der Teilzeit-Frauenaspekt, die nicht davon leben können, von dem, was sie verdienen. Wenn man denen sagen würde, also ihr kriegt eine Arbeitszeitverkürzung und ihr müsst eigentlich noch auf Lohn verzichten, was das bedeuten würde, wäre es noch existenzbedrohender. Und das, finde ich, ist eigentlich das Problem, dass das dass diese Arbeit, die wir haben, in dieser Gesellschaft komplett falsch verteilt ist. Und ich hätte ganz gerne, dass wir mal in dieser Diskussion auch aufzeigen, wie schaffen wir diesen Druck zu erhöhen, wie kriegen wir dieses Thema realistisch voran und an welchen Stellschrauben wäre das möglich, wirklich sozusagen Pflöcke einzuschlagen. Ich möchte jetzt hier mit anfangen mit Jutta Krellmann hier auf meiner linken Seite. Sie ist extra angereist, um das praktisch aus ihrer Sicht mit zu beleuchten, aus Hannover. Nee. Eigentlich Berlin. Hameln. Und dann würde ich hier der Reihe nach nochmal weitergeben, dass das praktisch vom Podium und mit unseren Expertinnen ebenfalls nochmal beleuchtet werden kann. Und dann werden wir weiter diskutieren. Grundsätzlich muss ich sagen, und da möchte ich auch gerne Heinz widersprechen, ich werde nicht über das reden, was die Vorsitzenden von irgendwelchen Gewerkschaften machen oder denken oder sagen, weil das spielt für mich gar keine Rolle, weil die werden das machen, was im Grunde die Leute unten sagen. Und wenn sich da was bewegt, werden die sich auch bewegen, weil die werden nicht an der Masse ihrer Mitglieder vorbei versuchen oder können, Politik zu machen. Und aber das, über den Weg möchte ich gerne auf das Thema kommen, was mir wichtig ist. Ich bin nach wie vor Gewerkschaftssekretärin der IG Metall. Ich bin jetzt Bundestagsabgeordnete der Partei Die Linke im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Und die ganzen Themen, die uns berühren, Leiharbeit, Werkverträge, Arbeitszeit und so weiter, sind Themen, die wir hoch und runter diskutiert haben. Ich stehe dazu, dass ich weiter dieses Thema Arbeitszeitverkürzung transportieren will und auch die Zusammenhänge sehe von den unterschiedlichsten Ecken. Und da möchte ich gerne noch mal ein paar Punkte drauf eingehen. Ich selbst habe noch die Kämpfe mitgemacht mit der 35-Stunden-Woche. Das ist jetzt 30 Jahre her. Ich habe in Hameln in der Innenstadt gestanden und Unterschriften gesammelt, Unterschrift für Unterschrift für die 35-Stunden-Woche. Das waren am Anfang ganz schwierige Geschichten, aber das wurde über die ständige Diskussion mit den Menschen aus unterschiedlichsten Bereichen am Ende eine erfolgreiche Geschichte und hat im Grunde die Kämpfe der Beschäftigten in den Betrieben mit begleitet. Und so muss man einen Kampf anlegen, wenn man erfolgreich sein will. Man muss die Menschen hinter sich bekommen und man muss die Interessen bündeln in eine Richtung, damit gemeinsam an der Stelle eben auch gekämpft wird. Für mich ist die Initiative zu sagen, ist der Ton jetzt weg? So ein bisschen. Für mich ist die Initiative zu sagen, dass wir die 30-Stunden-Woche haben möchten, sowas wie eine Klammer, hinter der ich stehe. Aber auf der anderen Seite sehe ich nicht, dass wir die Forderung einer 30-Stunden-Woche in die nächste Tarifrunde beispielsweise einbringen könnten. Weil da muss man einfach sagen, die Arbeit, man muss ansetzen an den Arbeitszeitrealitäten der Beschäftigten und an den Interessenlagen, die sie haben in dem Zusammenhang. So, und das veränderte Arbeitnehmerbewusstsein, das in den letzten 30 Jahren eben auch entstanden ist, das muss man nochmal reflektieren, um am Ende wirklich auch erfolgreich zu sein mit einem Kampf um Arbeitszeitverkürzung. Ein paar Stichworte haben sich in den letzten Jahren getan. Ich vermute mal, das werdet ihr alles auch mitbekommen haben und kennen. Es gab eine zunehmende Vermarktlichung von Arbeit. Plötzlich sind Arbeitnehmer in Betrieben ihre eigenen Arbeitgeber. Die sind mitverantwortlich für das Arbeitsergebnis. Die Arbeitgeber haben praktisch ihre Verantwortung komplett abgeladen auf ihre Beschäftigten und plötzlich denken die Beschäftigten darüber nach, wie die Aktienkurse sind, wie man an bessere Gewinne und an besseres Ergebnis im Betrieb bekommt. Und im Grunde hat die Arbeitszeit an und für sich
und das Thema Leistung damit in Verbindung, das Maß als Charakter für die Arbeit verloren. Das Ergebnis, und das werdet ihr bestimmt auch als Stichwort kennen, ist eine unglaubliche Entgrenzung von Arbeit mit der Folge, dass Menschen psychisch belastet werden durch diese immer stärker werdende Belastung. Gewerkschaftliche Arbeitszeitpolitik muss deshalb heute ansetzen als ein Stück Hilfe zur Selbsthilfe, muss Instrumente nutzen, wenn sich Menschen dafür entscheiden, wirklich Arbeitszeit auch zu verändern, müssen im Grunde die betrieblichen Interessenvertretung und die Beschäftigten müssen eine größere Möglichkeit bekommen, ihre eigenen Geschicke auch zu gestalten. Ich kenne viele Beispiele, wo das heute schon passiert. Man muss nur mal ganz genau hinschauen. Zum Beispiel, dass im Bereich der Krankenhäuser gibt es sowas von Belastungszulagen, wo praktisch Beschäftigte anmerken können über das Thema Belastungszulage, wie ihre Belastung gestiegen ist. Das Problem ist, viele machen das nicht ausreichend, weil sie Angst davor haben, dass sie Ärger kriegen mit ihrem Vorgesetzten. Aber ein Instrument ist da. Und im Grunde muss man die Leute unterstützen bei der Möglichkeit, die Belastungsanzeigen deutlich zu machen, wo sie mehr belastet sind, damit sich endlich was ändert an der Stelle. Und ein zweites Beispiel ist, was ich persönlich ganz toll finde, die Charité in Berlin kämpft gerade für einen Tarifvertrag zur Personalbemessung in der Charité. Mit der Personalbemessung ist, wenn man sich anschaut, was Personalbemessung bedeutet, das hat immer auch was zu tun mit Arbeitszeit. Und im Grunde, wenn die Beschäftigten in der Charité heute um einen Tarifvertrag für Personalbemessung kämpfen, kämpfen sie gleichzeitig auch um die Hoheit der Definition über Arbeitszeit und in der Folge, wenn es ihnen gelingen sollte, auch über die Frage von Arbeitszeit und Arbeitszeitverkürzung insgesamt. Weil das sind diejenigen, die heute die verlängerten Arbeitszeiten haben. Und auch die gilt es zu reduzieren und auch da muss man ansetzen. So, was man auch einfach sehen muss und auch überlegen muss und mit einbeziehen muss, dass im Grunde die unternehmerischen Steuerungsformen immer diffiziler geworden sind in Richtung größere Selbstorganisation, was die Leute heute machen müssen und was die Erwartung ist. Und dass sie aber gleichzeitig keinen Einfluss haben auf die Personalsituation und auf die Personalbemessung. Im Grunde ist in dem Zusammenhang notwendig, dass man wieder die Rahmenbedingungen von Arbeit und Leistung definiert und thematisiert und mit den Beschäftigten gemeinsam über Ansätze redet, was denn jetzt zu tun ist und was denn jetzt zu entwickeln ist. Unternehmenspolitik und betriebliche Arbeits- und Leistungsbedingungen und in der Verbindung auch das Stichwort wirtschaftliche Mitbestimmung und Mitbestimmung der Beschäftigten. Das sind alles Stichpunkte, die in dem Zusammenhang gehören, wenn wir über Arbeitszeitverkürzung und den Willen auch der 30-Stunden-Woche reden. Und ein Stichwort ist ja im Grunde auch schon gesagt worden, was im Grunde in den letzten Jahren auch passiert ist und was das Bewusstsein der Beschäftigten heute prägt. Das ist das Stichwort der flexiblen Arbeitszeiten, die dann über Stichworte wie Mehrarbeit, Schichtarbeit und so weiter, das ist ja im Grunde das Gängige, wenn es um Arbeitszeit geht, aber dahinter steckt eine unglaubliche Entkopplung von Betriebsnutzungszeiten und Arbeitszeiten von Beschäftigten. Das eine hat mit dem anderen oftmals gar nichts mehr zu tun, beziehungsweise Betriebsnutzungszeiten wurden ausgeweitet, grenzenlos, mit dem Ziel, dann die Arbeitszeiten von Beschäftigten zu verlängern. Und wenn das nicht mehr ging, hat man im Grunde, da kommen dann die Stichworte, die wir auch heute finden und die auch im Bewusstsein der Beschäftigten sich widerspiegeln. Dann kommt Leiharbeit, dann kommen Werkverträge. Und im Grunde, wenn ihr wisst, dass Werkvertragsbeschäftigte keinem Tarifvertrag unterliegen, keinen Vorgaben, was Arbeitszeit angeht, dann reden wir jetzt über Arbeitszeitverkürzung nach Tarifvertrag. Aber im Wissen über Werkverträge kann da jemand hingesetzt werden, der 45 oder 50 Stunden arbeitet, ohne dass da überhaupt irgendjemand Einfluss nimmt an der Stelle. Das ist genau der Punkt, wo wir auch den Blick drauf haben müssen und was im Grunde das Bewusstsein vieler Beschäftigten eben auch widerspiegelt. Genauso wie das Thema Selbstständige, die dann im Betrieb auftauchen, sich zwar Selbstständige nennen, aber selbst auch sich entgrenzen, entgrenzt arbeiten und gar kein Maß mehr haben für ihre eigene persönliche Arbeitszeit. Nicht, weil sie das so wollen, sondern weil es einfach die Situation so ergibt und weil sie es nicht mehr, wenn sie es nicht machen würden, könnten sie möglicherweise von dem Geld, was sie in der Zeit verdienen, nicht mehr leben.
So, das im Grunde ist diese ganze Formen der Arbeitszeitverlängerungen, die über den Weg auch stattgefunden haben, wo im Grunde man sagen muss, das ist Arbeiten am Rande, was da mittlerweile stattfindet, das, was in Betrieben wird, die Zahl der Stammbeschäftigten und diejenigen, die überhaupt dazu in der Lage wären, für gute Tarifverträge zu kämpfen und für eine Arbeitszeitverkürzung zu kämpfen, werden immer niedriger und immer weniger. Und die Randbelegschaften in Form von Leiharbeit, Werkverträge, auch oftmals befristet Beschäftigte, werden immer größer, mit der Folge, die Kampfkraft von den Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben wird immer schlechter. Und deswegen muss man das mit berücksichtigen, wenn man das Thema angeht, wisst ihr, und ich aus meiner Sicht. Das sind die Themen, die wir immer versuchen, auch als Bundestagsfraktion den Finger in die Wunde zu legen und zu transportieren. In all unseren Anträgen, auch zu Werkverträgen beispielsweise, ist das Thema Arbeitszeit auch immer mit drin und spielt eine große Rolle. Und auch bei unseren Anträgen beispielsweise über psychische Belastungen ist das Thema Arbeitszeit als ein Faktor für eine stärkere psychische Belastung von Menschen mit drin. Und auch die Anforderung, dass die Arbeitszeit verkürzt werden muss, in Verbindung damit, dass die Mitbestimmungsmöglichkeiten für die Beschäftigten selbst, aber auch für betriebliche Interessenvertretung immer größer werden an der Stelle. So, ich selbst habe erlebt, wisst ihr, die ganze Diskussion über Arbeitszeit war im Grunde, als es um die 35-Stunden-Woche geprägt, von den sogenannten guten drei Gründen, mit denen die Gewerkschaften zu der Zeit, insbesondere die IG Metall, aber auch die Gewerkschaft Holz und Kunststoff und die Druckergewerkschaft waren im Grunde die Kerngewerkschaften, die und Branchen, die da was gemacht haben, alle anderen übrigens nicht in dem Maße. Es gab damals nur eine gemeinsame Verabredung von allen Gewerkschaften, sich um wöchentliche Arbeitszeit zu kümmern, aus der die IG Chemie damals gleich ausgeschert ist mit der 58er-Regelung als Lebensarbeitszeitverlängerung. Ich sage heute manchmal, also im Grunde haben die mir versprochen, dass ich 58 Stunden arbeiten kann und jetzt soll ich bis 67 arbeiten, das geht doch gar nicht. Das sind fast 10 Stunden länger. Aber wisst ihr, das ist das, was in den letzten Jahren stattgefunden hat. Du guckst so unverständlich. Die 58-Stunden-Regelung war im Grunde versprochen, damals noch von Blüm. Jahre. Ach so, was habe ich wieder für einen Quatsch geredet? Also die 58er-Regelung mit 58 in Rente und heute soll ich mit 67 Jahren in Rente gehen. Und im Grunde ist das ja eine Verlängerung von Lebensarbeitszeit, die auch im Kopf von vielen an der Stelle stattgefunden hat, ohne dass man das heute wahrnimmt, dass es eben auch eine Form von Verlängerung von Arbeitszeit ist. Weil auch das ist im Grunde eine Frage von Arbeitszeit. Auch Bildungsurlaub ist eine Frage von Arbeitszeit. Wenn alle Bildungsurlaub nehmen würden, würden alle eine Stunde weniger, eine Woche weniger im Jahr arbeiten, zumindest in Niedersachsen. Ich weiß nicht, wie das hier in Bremen ist. Aber wisst ihr, worauf ich hinaus will, und das soll auch dann der Schluss sein, diese drei guten Gründe, die damals von Gewerkschaften transportiert wurden, die halte ich heute noch für richtig und wichtig, und ich finde, man braucht eine Losung, wo man genau das eben nach vorne transportiert und versucht, an der Stelle die Menschen auch mitzunehmen. Das eine ist, es geht darum, Arbeitsplätze zu sichern und zu schaffen. Das Thema Küppersbusch, das ist ein Beispiel, das die Leute heute noch im Kopf haben. Durch Arbeitszeitverkürzung kann man Arbeitsplätze sichern, auch wenn es nicht um Lohnausgleich geht. Das Thema Kurzarbeit ist auch eine Form von Arbeitszeitverkürzung ohne Lohnausgleich oder mit Teillohnausgleich, aber es ist Arbeitszeitverkürzung. Wisst ihr, alle wissen, dass eigentlich Arbeitszeitverkürzung Arbeitsplätze sichert zumindest. Und das Thema mit dem Schaffen, wenn man das weiterführen würde, wäre das dann der nächste Schritt. Also erster Punkt, Arbeitsplätze sichern und schaffen. Das zweite, Arbeit humanisieren. Da gehört für mich dazu alles, was zu psychischen Belastungen gehört. Das gehört für mich dazu, alle Möglichkeiten, was man macht mit Personalbemessung, wie heute in Krankenhäusern gearbeitet wird, wie heute teilweise im öffentlichen Dienst gearbeitet wird, aber auch in massenweisen Betrieben, wo es einfach zu psychischen Belastungen kommt. Und wenn man die reduzieren könnte, ist das Thema auch Humanisierung der Arbeitswelt, die dann stattfinden könnte. Und der dritte Punkt, natürlich geht es auch um uns, weil Arbeitszeitverkürzung ist auch ein Thema,
zum gemeinsamen Gesellschaft zu gestalten, zum Leben, Lieben, Lachen und einfach eine lebenswerte Gesellschaft zu haben. Und wenn es uns gelingt, die Menschen nicht nur über den Kopf mitzunehmen, dass man versteht, was das so ist, aber man kann sich das alles nicht vorstellen, weil das alles so schwierig ist. Es muss uns gelingen, die Menschen auch hier mit dem Bauch und mit dem Herzen mitzunehmen, und wenn die den Weg erstmal beschritten haben, bin ich mir absolut sicher, dass man den auch weitergehen kann und dass dann, wenn wir die Menschen mitnehmen in den Interessenlagen, wo sie gerade sich befinden, dass wir dann am Ende auch erfolgreich sein werden. Die 35-Stunden-Woche, eine Errungenschaft der IG Metall, die sind eigentlich am weitesten vorangekommen. Auf der anderen Seite ist es jetzt die Branche mit der höchsten Leiharbeitsquote. Da würde ich ganz gerne mal wissen, wie kriegt man das unter einen Hut und was können wir von der Ecke dann eigentlich noch erwarten? Denn dort wäre letztendlich die Voraussetzungen doch am ehesten gegeben, da weiterzukommen. Ja, also ich bin von ATTAC und möchte als ATTACi natürlich Werbung machen, sozusagen auch für unsere Arbeitsgruppe Arbeit verteilen, aber dazu kann Margareta nachher vielleicht mehr sagen. Ich bin natürlich hier auch als IG Metaller und kann ein bisschen was erzählen aus meinen Erfahrungen in der Stahlindustrie und ein bisschen auch von Metall und Elektro. Jetzt muss ich, Claudia, zu deiner Frage sagen, bei uns, ArcelorMittal Bremen, hier die Bremer Kenntnis, ist die Leiharbeitsquote sehr gering. Deswegen kann ich da wenig zu sagen. Ich würde gerne mal ein bisschen auf ein paar andere Sachen eingehen. Ich habe jetzt ungefähr 10 Jahre lang auch immer Werbung gemacht für Arbeitszeitverkürzung im Betrieb. Ich muss sagen, mit mäßigem Erfolg, weil zumeist erstmal die Kollegen sagen, 35 Stunden, das ist für uns schon okay, das haben wir schon ein bisschen runtergedrückt und die Überstundenquote ist bei uns auch nicht sehr hoch. Und sollen doch erstmal die anderen, also sozusagen Kollegen, Nachbarn, Verwandte oder so, die weitaus länger arbeiten, sollen die erstmal nachziehen. Ist schwer, was gegen anzuargumentieren, aber es gibt trotzdem Hebel und Ansatzpunkte aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung, mit denen man weiterkommt. Das erste ist das Thema Beschäftigungssicherung. Heinz Bontrop hat es ein bisschen abwertend benannt, aber ich sehe da schon eine Chance drin. Beschäftigungssicherungstarifverträge gibt es bei uns in Stahl und auch bei Metall und Elektro, und sie werden angewandt oder können angewandt werden mit Arbeitszeitverkürzung in Situationen, wo durch Krise oder durch Rationalisierung Arbeitsplätze bedroht sind. Wir haben das genutzt 2003, 2004, und das Schöne daran, das Positive daran war, dass die Kolleginnen und Kollegen fast alle mitgezogen haben. Also da ist ein Potenzial an Solidarität, wenn es wirklich uns an den Hals geht, was man nutzen kann. Und dieses Potenzial, da sehe ich auch Chancen für die Zukunft. Denn durch wachsende Produktivität und Rationalisierung wird es immer wieder zu solchen Situationen kommen. Und in vielen kleinen und mittleren Betrieben, hier gerade im Bezirk Küste, sind oftmals schon Beschäftigungssicherungstarifverträge angewandt worden. Die haben nicht den vollen Lohnausgleich, sondern sozusagen einen minimalen Lohnausgleich sozusagen unterhalb von 32 Stunden. Aber damit muss man vielleicht erstmal leben. Aber ich bin guter Hoffnung, dass in solchen Situationen dann dieser Gedanke sozusagen, lasst uns doch auf Dauer für alle die Arbeitszeit verkürzen, um erstmal sozusagen unser belegschaftlichen Arbeitsplatz zu sichern, dass der um sich greift. Und sozusagen von da ausgehend kann man natürlich sagen, okay, wir interessieren uns jetzt nicht nur für unsere eigene Belegschaft, sondern auch das, was um uns herum ist, für unser Umfeld. Wir haben diese Diskussion um Anwendung Beschäftigungssicherungstarifvertrag vor 2 Jahren etwa nochmal geführt, als es darum ging, alle unsere Ausgebildeten zu übernehmen. Auch da war die Bereitschaft da. Wir mussten das dann nicht anwenden, weil wir das mit anderen Mitteln erreicht haben. Aber das stimmt mich einigermaßen hoffnungsfroh. Der zweite Ansatzpunkt, der zweite Hebel ist, das ist eben auch schon genannt worden, hohe Belastung, Stress. So. Und interessanterweise ist das aufgekommen nach der Kurzarbeit. Nach der Kurzarbeit 2008, als wir alle irgendwie eine Zeit lang zu Hause waren, also 2-3 Tage die Woche,
haben die Leute ein bisschen gemerkt, unter welchem Stress, unter welchen Belastungen wir vorher eigentlich gearbeitet haben. Und da kamen dann interessante Diskussionen auf. Im Bereich der Produktion, Verzinkerei gab es Unterschriftenlisten. Wir wollen unsere sogenannten Verfügungstage, das sind Arbeitstage, die man arbeiten muss, um noch auf seine 35-Stunden-Woche zu kommen bei so einem Conti-Dreischichtbetrieb, die wollen wir nicht mehr. Das ist ein geringes Ausmaß, 1,4 Stunden pro Tag. Wir haben dann durchgesetzt, dass das eine freiwillige Regelung für alle wird. Letztes Jahr haben dann etwa 350 Leute davon Gebrauch gemacht. Das sind, kann man sagen, das sind nur 10% der Belegschaft, aber wir sehen da eine wachsende Tendenz drin. Eine zweite Geschichte ist der Bereich der sogenannten, der außertariflichen Angestellten, hauptsächlich jüngere Ingenieure, die aufgrund ihrer Arbeitsverträge, eben außertariflichen Arbeitsverträge, nicht die 35-Stunden-Woche haben, sondern 38,5 plus eine undefinierte Zahl von Mehrarbeit. Bei vielen von denen ist dann aufgrund von Druck immer so die Situation entstanden, 50 Stunden in der Woche zu arbeiten, ihre Kinder nicht mehr zu sehen während der Woche. Und da gab es dann auch eine ganz starke Bewegung. Da haben wir die Schnauze von voll, das wollen wir ändern. Wir haben das als Betriebsrat dann verhandelt und wir haben jetzt die Arbeitszeit wieder auch für AT-Angestellte reguliert. Und das hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass sozusagen dieser Gedanke, Arbeitszeit erstmal regulieren und dann Arbeitszeit auch weiter zu verkürzen, dass der ein bisschen mehr um sich greift. Also diese beiden Dinge stimmen mich ein bisschen hoffnungsfroh, aber wichtig ist natürlich, dass Belegschaften und Betriebsräte, Gewerkschaftsvertreter da dann auch am Ball bleiben müssen und dann ihre ganze Kraft zusammennehmen müssen. Ohne das wird es nicht gehen. Soweit erstmal. Ja, also Jutta hat ja zu Recht darauf hingewiesen, wir müssen wirklich an den Bedürfnissen und Erfahrungen der Leute anknüpfen, die sie mit Arbeitszeiten und ausufernden Arbeitszeiten oder aber auch zu kurzen Arbeitszeiten machen. Und da ist tatsächlich die Verteilung der Arbeitszeit zwischen den Geschlechtern ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Wir haben in den letzten Jahren in Deutschland eine solche Auseinanderentwicklung der Arbeitszeiten zwischen Männern und Frauen, das ist gigantisch. Die Arbeitszeiten bei Männern sind voll, in der Regel voll Arbeitszeiten, die in den letzten Jahren von 39 auf über 41 gestiegen sind, also die tatsächlichen. Und bei den Frauen sind es in der Regel Teilzeitarbeitszeiten, die in Deutschland mit die niedrigsten in ganz Europa sind, mit 18,8 Stunden. Das heißt, Männer schuften sich zu Tode und Frauen können von dem, was sie da arbeiten, schlichtweg nicht leben. Ganz abgesehen von den verheerenden Folgen später bei der Rente. Erschwerend kommt hinzu, dass de facto, obwohl das im Teilzeit- und Befristungsgesetz eindeutig ausgeschlossen wird, die Löhne von Teilzeitbeschäftigten im Schnitt 20% niedriger liegen als die von Vollzeitbeschäftigten, bei gleicher Tätigkeit. Also da gibt es noch eine zusätzliche Lohndiskriminierung bei den Arbeitszeiten. Und das Ganze führt natürlich dazu, dass Frauen, wir haben eben in Deutschland nicht nur einen der größten Gender Pay Gaps, also Lohnlücken zwischen Männern und Frauen in Europa, sondern auch den größten Gender Time Gap zwischen Männern und Frauen. Und in dieser Situation gibt es durchaus ein starkes Interesse, einerseits bei den Vollzeitbeschäftigten, bei den Männern sogar in größerem Umfang als bei den Frauen, ihre Arbeitszeit zu verkürzen. Also jüngste Umfragen zum Beispiel vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung zeigen das sehr deutlich. Da gibt es ein Riesenpotenzial an Arbeitszeitverkürzungswünschen, die nicht befriedigt werden. Und umgekehrt haben die ganzen unfreiwillig Teilzeitbeschäftigten, überwiegend Frauen, den starken Wunsch, die Arbeitszeit zu erhöhen. Also bei den regulär Teilzeitbeschäftigten um 3 Stunden, bei den in Minijob-Beschäftigten sogar um 8 Stunden, wenn sie denn könnten, wie sie wollten.
Ich denke, an diese Bedürfnisse müssten wir anknüpfen. Und ich glaube, dass wir, dass auch Gewerkschaften diese Bedürfnisse durchaus nutzen könnten. Was Jutta vorhin gesagt hat, das war auch bei der 35-Stunden-Woche damals, ich selber komme aus der IG Druck und Papier und habe das auch mitgemacht, war das auch nicht anders. Auch damals ist das nicht auf spontane, riesige Zustimmung gestoßen, sondern es bedurfte wirklich ganz langer Diskussionen, einer systematischen Aufklärungskampagne. Also Detlef Henschel war damals der Chefredakteur unserer Gewerkschaftszeitung. Der hat wirklich kontinuierlich in jeder Ausgabe wieder die guten Gründe und wie es funktionieren könnte, immer noch mal aufgeführt. Es wurde in den ganzen Ortsvereinen, in allen Fachgruppen und so weiter, wurde das diskutiert. Und im Grunde müssten wir die heute veränderten Problemlagen, die, finde ich, Jutta sehr, sehr gut beschrieben hat, die müssten wir heute zum Ausgangspunkt nehmen, um genau wieder so eine systematische Aufklärungs- und Mobilisierungsarbeit anzugehen. Ja. Genau, genau. Und da gibt es nun zwei in meinen Augen ganz entscheidende Punkte. Wir müssen mit den Leuten über die Formen des Lohnausgleiches sprechen, weil bei dem ausgedehnten Niedriglohnsektor, den wir inzwischen haben, können mindestens die unteren und mittleren Lohngruppen auf gar keinen Lohnausgleich mehr verzichten. Das geht überhaupt nicht. Und wir müssen uns sehr systematisch Gedanken machen eben über Personalausgleich. Weil ein Effekt der 35-Stunden-Woche, das muss man leider so sagen, war tatsächlich, dass sie die Intensivierung angeheizt hat. Die ist sowieso gelaufen, schon vorher. Aber dadurch, dass, da muss ich auch sagen, die IG Metall es damals versäumt hat, flankierend zur 35-Stunden-Woche Regulierungen der Leistungsbemessung und der Personalstärken abzuschließen, ist nicht passiert. Also wir in der IG Druck und Papier in unserem Manteltarifvertrag hatten ganz klare Maschinenbesetzungszahlen. Da war das gekoppelt, die Arbeitszeit und die Personalstärke. Aber das war in den anderen Bereichen in aller Regel jedenfalls nicht der Fall. Und dadurch konnten die Arbeitgeber das ganz locker alles wieder reinholen, dadurch, dass die Leute dann einfach die gleiche Arbeit in einer kürzeren Zeit gemacht haben. Und da müssen wir jetzt, denke ich, ansetzen. Wir müssen uns mit Systemen Gedanken machen, wie können wir, bevor wir weitere Arbeitszeitverkürzungen fordern, Formen entwickeln. Jutta hat ja auch schon ein paar Anregungen gemacht, dass wir zum Beispiel in Tarifverträgen den Personalausgleich von vornherein mit vereinbaren. Da werden jetzt manche ankommen und sagen, das ist ja völlig utopisch und das hat es noch nie gegeben und Eingriff in die Eigentumsrechte der Unternehmer und so weiter und so fort. Stimmt aber nicht, weil es gibt zum Beispiel, es gab einen wunderbaren Tarifvertrag in der Metallindustrie Niedersachsens, hat damals in der Zeit hoher Arbeitslosigkeit die IG Metall mit dem niedersächsischen Metallarbeitgeberverband abgeschlossen, der richtig Arbeitszeitverkürzung zur Schaffung von Arbeitsplätzen eingesetzt hat. Und da sind wirklich alle frei werdenden Stellenteile 1:1 wiederbesetzt worden. Das haben sie gemeinsam vereinbart in diesem Tarifvertrag, der ist auch umgesetzt worden, hat wunderbar zur Schaffung von Arbeitsplätzen gedient. Also geht das. Oder nehmen wir unsere jetzt ausgelaufene Altersteilzeitregelung, geförderte Altersteilzeit, auch da war es so, der Zuschuss der Bundesagentur für Arbeit zum Lohnausgleich von 20% wurde nur gewährt, wenn die Stelle wieder besetzt wurde. Das heißt, das ist auch gesetzlich regelbar, sowas. Also da müssen wir nach Lösungen suchen. Eine weitere Lösung in meinen Augen wäre auch tatsächlich die Rechte der Betriebsräte und Personalräte bei der Personalbemessung zu erweitern. Ja, das bräuchten wir, finde ich, ganz dringend. In bestimmten Tarifverträgen wird das ja auch schon versucht, aber das müsste auch in die Gesetze transformiert werden. An einem Punkt ist es, glaube ich, jetzt gerade ein ganz dringendes Bedürfnis, das ist nämlich tatsächlich die Übernahme der Ausgebildeten.
die haben eine wirkliche Not. Die erscheint in Deutschland nicht so stark, weil die alle in irgendwelchen Übergangssystemen geparkt werden. Das sind ja, also gegen diese offiziellen Behauptungen, das wäre so in etwa 1:1 die Suchenden zu den Ausbildungsplätzen, alles Quatsch. Weil da wird unterschlagen, dass wir ungefähr 2 Millionen in den Übergangssystemen geparkt haben. Die, ja. Und wir sind ja auch in Deutschland, ehrlich gesagt, nicht alleine auf der Welt. Also um uns rum in Europa ist die Arbeitslosigkeit und insbesondere die Jugendarbeitslosigkeit hat natürlich noch viel unermesslich andere Dimensionen. Und deswegen müssen wir uns auch deswegen Gedanken darüber machen, wie wir durch eine Arbeitsumverteilung auch in Europa zum Abbau dieser schrecklichen Arbeitslosigkeit beitragen können. Und damit mache ich jetzt Schluss. Wir haben bei ATTAC jetzt auf dem letzten Ratschlag von ATTAC die Forderung der 30-Stunden-Woche für Europa mit vollem Lohn- und Personalausgleich zu einer der offiziellen Forderungen neben Vermögensabgabe, Finanztransaktionssteuer, Schließung der Steueroasen erhoben. Und wollen da jetzt eine Kampagne starten, zusammen eben auch mit den anderen europäischen Ländern. Und es wäre wunderbar, wenn möglichst viele sich daran beteiligen würden. Ja, ich will mal ein bisschen versuchen, da anzusetzen. Der eine Punkt, ich sag mal, wie kommen wir zu dem Thema Arbeitszeitverkürzung eigentlich auch wieder hin, wo auch die Kollegen vor mir jetzt im Grunde angesetzt haben. Es ist auch ein großes psychologisches Problem, auch teilweise bei den Kollegen, weil, ich sag mal, diese Wahrheiten, dass die Arbeitszeitverkürzung dringend notwendig ist und richtig ist, die ist bei vielen Kollegen auch durchaus vorhanden. Aber die Erfahrungen der letzten Jahre sind einfach auch tief in den Belegschaften sozusagen verankert, nämlich dass sie sozusagen erleben mussten, wie die Arbeitszeitverkürzung eben nicht dazu geführt haben, dass tatsächlich mehr Kollegen gekommen sind, sondern genau wie Margareta das gerade beschrieben hat, dass die Arbeitsdichte im Grunde zugenommen hat und es halt eben nicht gelungen ist, mehr Kolleginnen und Kollegen in vielen Bereichen reinzuholen. Das ist ist oftmals ein großes Problem in der Diskussion mit den Kollegen vor Ort. Ich glaube, da müssen wir auch ansetzen, im Grunde wirklich an dem Problem, nämlich, wie du es auch gerade gesagt hast, wenn man es im öffentlichen Dienst zum Beispiel auch annimmt, dass die Kollegen sagen, wir wollen eigentlich mehr Kolleginnen und Kollegen haben. Ich glaube, das ist auch ein Ansatz und auch eine Methode, das wirklich zum Umsetzen zu bringen. Also ich sag mal, mit Forderungen nach mehr Personal im Grunde in den Vordergrund als solches auch zu gehen und die Kollegen zu machen, es geht uns nicht darum, dass wir wieder nur numerisch die Arbeitszeit reduzieren, sondern dass wir Arbeit wieder anders verteilen und auch Arbeit wieder leistbarer zu machen. Und da glaube ich, da sind Ansätze, wo man auch Kollegen entsprechend mitnehmen kann. Das ist ja gerade auch bei uns von den Ansätzen her, wo wir versuchen, wieder stärker zu werden. Ich sag mal, vieles, was ja hier beschrieben worden ist, was umgesetzt worden ist, hat natürlich mit der Schwäche von Gewerkschaften zu tun. Wie kriegen wir Kollegen mobilisiert? Wie kriegen wir Kollegen, die mit einer Sache dahinter stehen? Und das ist im Grunde auch die Ansatzpunkte, in Betriebe zu gehen, mit den Kollegen vor Ort zu sprechen, deren Interessen aufzunehmen und zu gucken, wo hat das auch was mit Arbeitszeit zu tun? Und da kann das halt ganz unterschiedlich aussehen, ne? Was sind die drängenden Probleme? Geht es sozusagen um Überlastung vor Ort? Geht es darum, dass die Kollegen sagen, wir bräuchten eigentlich mehr Zeit, um für Familienphasen entsprechend Arbeitszeit reduzieren zu können, für Pflege, für andere Dinge, oder in vielen Branchen, natürlich auch so mit dem Blick auf die Lebensarbeitszeit, wo gesagt wird, wie soll ich denn das noch schaffen, was du gerade gesagt hast, bis 67 irgendwie meinen Job hier als Reinigungskraft zu machen, was für Instrumente können wir da eigentlich gemeinsam entwickeln, dass man dann auch entsprechend früher aus dem Erwerbsleben im Grunde in die Rentenphase als solches eingehen kann. Insofern ist das so ein Punkt, wo man wirklich meiner Meinung nach möglichst direkt bei den Kolleginnen und Kollegen ansetzen muss, um mit denen gemeinsam in die Diskussion zu kommen. Und ich glaube, das ist diese Zweischneidigkeit, was wir eigentlich auch probieren bei Verdi mit all den Problemen. Dass man so auf der einen Seite solche gesellschaftlichen Initiativen im Grunde mit unterstützt und da aktiv ist, das Thema Arbeitszeitverkürzung immer wieder in verschiedenen Veranstaltungen publik zu machen und zu sagen, das ist der richtige Weg und auch Aufklärung zu treiben, weil ich sage mal, natürlich ist das Volksverdummung, was dahinter steht, zu sagen, das geht nicht. Natürlich geht das. Und
damit man im Grunde auch ein anderes Potenzial sozusagen auch in den Diskussionen vor Ort mit den Kolleginnen und Kollegen zu haben und sagt, was für Wege können wir hier in eurem Bereich gehen, wo seid ihr bereit mit, wo sind eure Interessenslagen, um gemeinsam in den Punkten was durchzusetzen. Wir sind in den letzten Jahren ja genau auf dem gegenteiligen Weg, du hast es gerade gesagt, gerade was den öffentlichen Dienst angeht, einer der massiven Treiber in die entgegengesetzte Richtung, war natürlich auch die Politik hier in Deutschland. Kann man auch sagen, ne? Ich sag mal, klar hat es das im wirtschaftlichen Bereich, Arbeitszeitverlängerung gegeben, aber es waren gerade, die Bund, Länder und Kommunen, die massiv auf Arbeitszeitverdrängung, Erhöhung gedrängt haben und die auch aufgrund der Schwächesituation von Gewerkschaften zu verschiedenen Teilen entsprechend durchgesetzt haben. Und da kann man auch sagen, da ist natürlich auch eine klare politische Forderung und tarifpolitische Forderung zu sagen, hier ist Politik auch gefordert, ihre falsche Politik entsprechend wieder zurückzunehmen im öffentlichen Dienstbereich und gerade im öffentlichen Dienst auch mit entsprechend gutem Beispiel voranzugehen und wieder strategisch und politisch auch anders zu denken und auch gerade für öffentliche Dienstleistungen zu fordern. Hier muss es wieder zu einer Arbeitszeitverkürzung im öffentlichen Sektor kommen. Das glaube ich, ist mit Sicherheit, was ich auch gerade jetzt im Rahmen von Wahlkämpfen und Ähnliches natürlich auch eine Vorhaltung, die man entsprechend den Parteien machen muss und sagen muss, ihr tragt ein großes Stück, zum Thema Arbeitslosigkeit mit selber bei, indem ihr Arbeitszeit in eurem eigenen Gestaltungsbereich verlängert. Und das im Grunde auch thematisch aufzugreifen und im Grunde auch gegen die politischen Verantwortlichen an dem Punkt auch einzusetzen. Das erstmal so. Ja, vielen Dank, Ingo. Ich habe es ja versucht, zumindest die groben Linien zu kennzeichnen. Dann muss ich sagen, also da kommt schon dann bei mir große Frustration auf. Finde ich auch. Ja, auch richtig große Frustration. Also, ich habe ja mal mit ein paar Linien aufgezeigt, worum es eigentlich geht. Es geht auch nicht nur um die Menschen, die heute noch Arbeit haben, sondern ich bin jetzt auch mal der Anwalt, der ökonomische Anwalt für die Menschen, die lange keine Arbeit mehr haben, die an den Rand der Gesellschaft gedrückt worden sind. Das wird auch bei den Gewerkschaften völlig ausgeblendet. Ich meine, ich verstehe das ja, dass sie Interessenvertreter eben ihrer Mitglieder sind, da sind eben die Beschäftigten, die zahlen auch die Beiträge, kann ich alles rational auch nachvollziehen. Aber so kommen wir nicht weiter. Zweite Bemerkung, einzelwirtschaftlich, betriebswirtschaftlich und alle meine Mitdiskutanten haben ausschließlich betriebswirtschaftlich argumentiert, können wir dieses Problem überhaupt nicht lösen. Deshalb sage ich auch, das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, das muss man auch entsprechend gesamtwirtschaftlich angehen. Und da reichen heute Gewerkschaften, die längst mit dem Rücken zur Wand stehen, überhaupt nicht mehr aus. Ich will nochmal zur Versachlichung nur ein paar Zahlen hier in den Raum werfen. Natürlich, das ist doch völlig klar, also da würde ich mich ja schon schämen, das überhaupt auszusprechen, das explizit zu machen, dass wir diejenigen, die heute eine 15-Stunden-Woche haben, dass wir denen nicht noch mehr die Arbeitszeit verkürzen können. Ja. Oder denjenigen, die 25 Stunden, darum geht es doch überhaupt nicht. Es geht darum, Arbeitszeit freizusetzen bei denen, die heute ein sogenanntes Vollzeitbeschäftigungsverhältnis haben. Und dieses freigesetzte Arbeitsvolumen bei vollem Lohn, ich sage das noch einmal, bei vollem Lohn und Personalausgleich, das einzufordern, darum geht es. Und das ist im Ergebnis nochmal, Leute, sonst schreibe ich es euch nochmal auf, ich habe es ja auch schon aufgeschrieben. Das ist stückkostenneutral, das ist verteilungsneutral und erhöht auch noch im Rahmen der Produktivitätsrate die Unternehmergewinne. Mensch, ist das so schwer zu verstehen? Und ihr argumentiert immer wieder, das funktioniert nicht und das geht doch gar nicht und dann haben die Abzüge. Nein, haben sie alle nicht, haben sie alle nicht. Dritte Bemerkung. Wir haben es ja durchgerechnet, zumindest makroökonomisch durchgerechnet.
Wie viel müssten wir denn an Produktivitätsrate haben aufgrund der Versäumnisse der letzten Jahre, seit Mitte der 90er Jahre? Ja, da reichen 2% gar nicht mehr aus. Wir bräuchten jährlich, wir haben es über 5 Jahre durchgerechnet, eine Produktivitätsrate von jährlich 5%. Dann könnten wir diejenigen, die heute eine 38-Stunden-Woche haben, da könnten wir sukzessive die Arbeitszeit in diesen 5 Jahren runterfahren, um jährlich 5%, und dann hätten die eine 30-Stunden-Woche. Und dieses freigesetzte Arbeitsvolumen, da haben wir auch produktivitätsinduzierte Effekte berücksichtigt, da gibt es 3 Studien zu, weil natürlich Arbeitszeitverkürzung auch gleichzeitig die Produktivität wieder erhöht, ist völlig klar und eigentlich auch trivial ökonomisch. Ein Mitarbeiter in der 40. Stunde ist nicht mehr so produktiv wie einer in der 20. Stunde, haben wir alles berücksichtigt. Und da kommt raus, dass wir etwa, wenn wir das machen würden, 5% das umsetzen jährlich, da kämen raus 4,5 Millionen Arbeitsplätze. Damit würden wir mal gerade die bestehende Massenarbeitslosigkeit, die Menschen, die keine Arbeit haben, die wir ausstoßen aus der Gesellschaft, denen könnten wir da gerade mal mit Arbeit geben. Da könnten wir die 13 Millionen, die ich hier genannt habe, 13 Millionen abhängig Beschäftigte, die eine durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit von 15,8 Stunden haben, überhaupt nicht mit befriedigen. Die sind da überhaupt noch nicht tangiert. Das ist die Situation, in der sich unser Land befindet. Wir werden aus dem Tal der Tränen, aus der Massenarbeitslosigkeit und noch einmal alles, was ich hier gehört habe, Flexibilisierung, das sind doch alles nur Symptome und nicht die Ursache. Hier wird über Symptome diskutiert. Ich rede aber nicht über Symptome. Das sind Trivialitäten. Ich rede über Kausalitäten, über Ursache-Wirkungsverhältnisse und nichts anderes. Und wer das nicht begreift, der wird die Lektion noch lernen. Und dann werden wir in 5 Jahren, dann können wir diese Veranstaltung gerne noch einmal machen. Dann werden wir feststellen, dass die Umverteilung noch größer geworden ist. Ich will hier nur mal eine Zahl nennen. Wir haben sie im Memorandum jetzt gerade veröffentlicht. Von 2000 bis 2011 ist umverteilt worden in diesem Land 1.023 Milliarden Euro, das ist gut 1 Billion Euro, ist den abhängig Beschäftigten in diesem Land genommen worden und es ist umverteilt worden zu den Unternehmern. Mehr Umverteilung geht nicht, mit allen ökonomischen Implikationen, die damit verbunden sind. Und dazu glauben, das ist ja geradezu naiv. Ich war 5 Jahre Arbeitsdirektor in der Stahlindustrie. Ich habe 20 Jahre in der Industrie gearbeitet. Ich bin nicht der Professor aus dem Elfenbeinturm. Ich weiß, worüber ich hier rede. Wer da glaubt, vor diesem Hintergrund, betriebswirtschaftlich, einzelwirtschaftlich, in den Unternehmen, mit den lieben Kollegen Betriebsräten was lösen zu können, der ist grausam naiv. Der weiß gar nicht, worüber er redet. Das funktioniert nicht. Das kann man nur von oben angehen, das Thema. Und deshalb muss es eine gesamtgesellschaftliche Debatte geben. Politik ist hier gefordert und die Gewerkschaftsspitzen, ich sage das noch einmal in aller Deutlichkeit, die Gewerkschaftsspitzen sind hier gefordert. Wenn die nichts tun, dann ist von unten auch nichts zu erwarten. Und es ist genauso naiv zu glauben, die lieben Kolleginnen und Kollegen unter Konkurrenzbedingungen, die leben doch unter Konkurrenzbedingungen in den Betrieben. Was sollen die denn da bewegen? Gar nichts bewegen die. Die sind nur in Abwehrkämpfen. Und Abwehrkämpfe heißt, die arbeiten länger zu noch weniger Lohn. Das ist die Realität. Mensch, begreift das endlich. Ich muss hier trotzdem noch mal kurz darauf hinweisen. Wir sind hier angetreten, eine Diskussion zu führen, wo wir auch ein Stück weit versuchen wollen, zusammenzuführen, wie wir für eine Arbeitszeitverkürzung eintreten. Und ich finde es nicht so richtig richtig zu sagen, ich habe es nicht begriffen, ihr müsst es letztendlich auch ein Stück weit... Ja, natürlich. Das ist ja das eigentliche Problem. Ja, aber die betriebswirtschaftliche Argumentation wird doch hier auch nochmal fortgeführt, weil ich würde mal gerne auf den Aspekt kommen, was ist eigentlich mit den Menschen, die keine Produktivität hervorbringen, in dem Sinne, dass man sagt, hier sind die Lohnstückkosten. Wie gehen wir damit eigentlich um? Ich finde, das ist ein wichtiger Aspekt. Hier ist kein Mensch dagegen. Ich habe jedenfalls keinen bislang gehört, der die 30-Stunden-Woche nicht gut findet und nicht nach Lösungen sucht, dahin zu kommen. Das war die dezidierte Aufstellung in dieser Veranstaltung. Und ich möchte eigentlich, dass wir schaffen, dass wir ein Stück weiterkommen und es nicht gegeneinander diskutieren. Das wäre mein Anliegen. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Heinz,
Ich bin fest davon überzeugt, dass es dir gelingt, die Leute auf die Bäume zu bringen. Aber ich bin auch fest davon überzeugt, dass dir nicht gelingt, die Massen zu mobilisieren und mitzunehmen. Im Grunde wisst ihr, über was wir reden. Wir reden nicht über Betriebswirtschaft und nicht über Volkswirtschaft. Wir reden über ein Thema, was im Kernbereich des Interessengegensatzes zwischen Arbeit und Kapital liegt. Und wenn irgendjemand glaubt, dass man über Gesetze von jetzt, im Moment haben wir Schwarz-Gelb, das ist das Arbeitszeitgesetz, da was erreichen können, dass es uns gelingt, diese Regierung das politisch dazu zu kriegen, über Arbeitszeitgesetze, Arbeitszeit zu reduzieren, der träumt doch auch. Und wenn es muss uns gelingen, dass wir die Menschen mitbewegen. Ich sage das nochmal. Und ohne, dass wir die Menschen bewegen, mit dem Ziel, ein gemeinsames Ergebnis zu haben, wird uns das nicht gelingen. Und ich bin auf dem Weg des Weges, wie wir das hinkriegen und nicht der volkswirtschaftlichen Beurteilung, unter welchen Bedingungen, was jetzt nun wie aussieht. Versteht ihr? Das ist einfach kein grundsätzlicher Unterschied. Das sind nur zwei verschiedene Herangehensweisen an das Thema. Ich habe im Blick, dass ich nicht alleine da stehen will, wenn es um das Thema geht. Ich möchte mich umdrehen und möchte Tausende sehen, die mit mir da stehen, um mit mir zu streiten und zu kämpfen. Und dafür bin ich bereit, mich einzusetzen und nach vorne zu argumentieren. An jeder Stelle, bei jedem Steinchen, wenn es sein muss, jedes Wochenende und sammle wieder Unterschrift für Unterschrift, soweit wir so sind. Und ob das volkswirtschaftlich ist oder betriebswirtschaftlich, wisst ihr, das ist mir scheißegal. Es geht darum, dass wir das erreichen, was wir gemeinsam als Ziel definieren in die Richtung, weil wir sehen, dass es der richtige Weg ist. Und im Grunde, wir werden dann Auseinandersetzungen kriegen mit den Arbeitgebern ohne Ende. Das muss jedem klar sein. Und insofern ist das kein Spaziergang und wird kein... Ja, trotzdem haben die im Moment ziemliche Stärke, weißt du? Da muss mir mal jemand erklären, wie er meint, dass man es anders machen kann. Ich habe deine volkswirtschaftlichen Ausführungen durchaus verstanden und ich finde sie zu 100% richtig. Das schwöre ich hiermit. Naja, das muss ich ganz sagen. Ja. Aber also ich habe jetzt sozusagen meine betrieblichen Erfahrungen eingebracht, um eine Diskussion auch über Umsetzbarkeit anzustoßen. Wenn das nicht gewollt ist, kann ich auch darauf verzichten, aber dann beschwören wir uns gegenseitig hier unsere guten Ideen und ob uns das weiterhilft, weiß ich auch nicht. Ja, ich glaube, das sind ein bisschen so Scheingegensätze, die hier aufgebaut werden. Also natürlich müssen die Menschen, die große Masse der Menschen muss das auch wollen. Aber gleichzeitig wissen wir, dass solche Bewegungen von unten nicht einfach spontan entstehen, sondern die entstehen dadurch, dass ihnen gute Ideen plausibel gemacht werden und dass sie da auch mobilisiert werden zu. Das war damals mit der 35-Stunden-Woche genauso. Und das sind einfach langwierige Prozesse. Und dass sowas funktioniert und dass, also ich, da, an dem Punkt würde ich Heinz schon auch zustimmen, dass da unsere Gewerkschaftsführung im Moment doch ein bisschen sehr vorsichtig, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken, sind, ja, und in gewisser Weise auch ihre Aufgabe nicht so wirklich wahrnehmen, das finde ich auch, ne? Aber nichtsdestotrotz müssen wir uns auch doch mit den Bedingungen in den Betrieben beschäftigen und das, womit die Leute vor Ort zu tun haben und was ihnen in ihren Nöten mit der Arbeitszeit auch helfen würde. Und da finde ich nach wie vor, wir brauchen Instrumente, um diese Entgrenzung von Arbeit wieder einzufangen. Und da haben wir andere Arbeitsbedingungen als noch vor 20 oder 30 Jahren. Wir müssen zum Beispiel bei den ganzen Formen von Projektarbeit, da kann man nicht einfach mehr sagen, so, jetzt, da gilt jetzt die 40-Stunden-Woche, und weil die Projekte ganz anders erbracht werden. Aber da gibt es neue Formen der Regulierung, nämlich indem man ganz klare Ziel- und Zeitvorgaben für Projektlaufzeiten und Bemessungen
Personalbemessungsvereinbarungen trifft. Das muss man aber vereinbaren. Und das ist etwas, was auch die Gewerkschaften und die Betriebsräte langsam ja auch erst lernen müssen. Oder sowas wie die Wiedereinführung von Zeiterfassung in Bereichen, wo sogenannte Vertrauensarbeitszeit geherrscht hat. Das führt drastisch zu einer Reduzierung der geleisteten Arbeitszeit. Das klingt jetzt erstmal nach klein-klein, finde ich, ist es aber nicht. Trotzdem haben wir natürlich mit Riesenproblemen zu kämpfen. Also diese ganze Frage, warum keine Arbeitszeitverkürzung im öffentlichen Dienst oder warum haben wir da gerade eine Arbeitszeitverlängerung hinnehmen müssen, das verweist darauf, dass die ganze Frage der Arbeitszeitverkürzung im öffentlichen Dienst ein Teil der ganzen großen Umverteilungsfrage ist, wo wir ja jetzt bei ATTAC und viele andere auch in dem Bündnis Umverteilen auch drum streiten. Die ganze Unterfinanzierung des öffentlichen Dienstes führt natürlich dazu, und das trifft dann übrigens auch auf Kirchen oder kirchengeführte Unternehmen zu, dass die natürlich einfach die Mittel nicht haben, um anständige Löhne zu anständigen Arbeitszeiten bezahlen zu können. Das heißt, wir müssen für eine wirklich angemessene Finanzierung des öffentlichen Dienstes und aller öffentlichen Leistungen kämpfen. Die Gewerkschaften, und da komme ich übrigens, also das hat Heinz ja auch schon angesprochen, natürlich sind die Gewerkschaften in meinen Augen immer noch der wichtigste Akteur bei der Arbeitszeitverkürzung, aber sie können es nicht alleine und sie brauchen starke Bündnispartner, und in dem Umverteilen-Bündnis sind die ja auch schon da, die ganzen Wohlfahrtsverbände und auch die Kirchen. Also da muss ich vielleicht mal zur Ehrenrettung zum Beispiel der katholischen Kirche sagen, die katholische Arbeitnehmerbewegung ist die einzige Organisation, die zu diesem 1. Mai in diesem Jahr die Forderung nach der 30-Stunden-Woche gefordert hat. Also, ne? Und es gibt also da noch eine ganze Menge. Ja, also die katholische Soziallehre, der Nestor der katholischen Soziallehre, Oswald von der Bräuning, hat schon vor 30 Jahren die 8-Stunden-Woche propagiert. Er hat gesagt, wenn wir allen Rüstungs-, Verschleiß- und Unsinnsproduktion wegließen, kämen wir locker mit einer 8-Stunden-Woche aus. Ja? Also gut, aber das verweist darauf, wir müssen uns um solche Bündnisse kümmern. Ja, also ich sag mal, wenn wir uns, glaube ich, auch als, als Gewerkschafter eine offensivere Haltung und sich von Gewerkschaftsspitzen zur Arbeitszeitverkürzung auch wünschen würden, das will ich auch nicht verhehlen. Aber ich glaube halt immer noch sozusagen die Frage, wie kriegen wir wirklich Menschen hinter das Thema hingekriegt? Das ist ja eigentlich auch das Thema der heutigen Veranstaltung. Wie kriegen wir das wieder stärker in die Köpfe der Leute, dass wieder mehr Leute dahinter stehen? Das ist also die Problemlage, und das ist auch die Problemlage, mit der wir als Gewerkschaften kämpfen. Und weil ein öffentlicher Dienst angesprochen war, man darf ja nicht vergessen, die Kollegen haben, was ich eigentlich meine, es waren 16 Wochen, was ich, haben sie, was ich gestreikt, um, also ich sag mal, die Gewerkschaftskollegen, die wir haben im Länderbereich, und das ist ja das Problem, dass wir halt da nicht so viele hatten, 16 Wochen haben die gestreikt, um, was ich, die Arbeitszeitverlängerung zu verhindern. Es ist ihnen halt nicht so gelungen, oder es ist ihnen halt nur teilweise, was ich, gelungen gegenüber den Arbeitgeberforderungen. Und insofern ist das auch ein Thema, was ursprünglich gewerkschaftliches Thema ist und auch hochbrisant ist. Also jede Form von Arbeitszeitverkürzung löst auch sofort, was ich, Wellen der Entrüstung unter Belegschaften auf. Aber der Glaube und die Hoffnung, also ich sag mal, ich sozusagen so ein Seminar, wo gerade zum Organizing ging, wo irgendwie so die Frage war, was ich, wir brauchen, was brauchen wir eigentlich in der Ansprache? Wo ein wichtiger Punkt ist, sozusagen, man muss die Wut entfachen und man muss eine Hoffnung geben, um dann auch gemeinsam, was ich, zu einer Lösung zu kommen. Und da müssen wir wieder hin, sozusagen, mit welchen Themen kriegen wir, was ich, die Hoffnung auch wieder, was ich, bei den Kolleginnen und Kollegen und bei der Bevölkerung hin, um diesen Themen, was ich, voranzubringen und gemeinsam, was ich, da, was ich, auch eine Bewegung als solches zu erzeugen. Und das ist auch nochmal ein Punkt, ne? Das ist ja immer die Frage, wie man verkauft. Ich glaube wirklich, das Thema Arbeitsplätze schaffen oder beziehungsweise auch Entlastung zu schaffen durch mehr Arbeitsplätze ist gerade im öffentlichen Dienst ein Thema, was ich, mit dem man die Kollegen kriegen kann. Das heißt dann halt nicht Arbeitszeitverkürzung oder ähnliches, sondern das heißt, was ich, wir brauchen mehr Personal. Wir nehmen es nicht hin, dass wir, was ich, Personal abbauen. Ich gerade ehemalige Kollegen von mir an der Uni, was ich, wo gerade das Thema ist, dass 80 wissenschaftliche Mitarbeiterstellen gestrichen werden sollen, da gibt es Bewegungen, was ich, irgendwie, dass Kollegen sich dagegen wehren. Und das sind natürlich auch Prozesse, an denen wir irgendwie ansetzen können. Und
Inhaltlich, glaube ich, da sind wir hier in der Reihe, glaube ich, alle gleich. Da widerspricht hier keiner. So, weil ich das schlüssig finde, ich weiß, dass es richtig ist. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich weiß oder mittlerweile den Ansatz gefunden habe, wie ich denn das in die Breite der Betriebe, die ich betreue, und der Kollegen also betreue, bringe. Ich will dir sagen, wie das geht. Ja? In diesem Wahlkampf, wir stehen vor der Bundestagswahl am 22. September, die wird ganz entscheidend sein für die nächsten 4 Jahre. So. Und da könnte man doch eigentlich mal von Gewerkschaftsspitzen erwarten, auch vom DGB, dass man sagt, was habt ihr Parteien auf der Pfanne, welche Instrumente, um endlich die Massenarbeitslosigkeit in diesem Land zu besiegen. Kommt da was? Höre ich da was? Hör da gar nichts. So, das ist doch gar kein Thema. Keine Partei hat das auf der Agenda. Naja. Das wird überhaupt nicht thematisiert. Naja. Ja, warum denn nicht? Ja. Dann sagst du halt, warum denn nicht? Darüber wird ja die ganze Zeit diskutiert. Ja, dann sag du mal, warum denn nicht? Ja, nein, du solltest nicht so super schlau sein. Doch, ich bin super schlau. Das ist das Problem in unserem Land, dass wir mittlerweile einen Punkt erreicht haben. Ja, dass ja auch zum Beispiel nicht thematisiert wird, dass die größte Partei mittlerweile der Nichtwähler ist. Ja, das ist die größte Partei. Weil da wird dann suggeriert, die CDU macht 38% oder 39%. Das ist doch schon eine Lüge. Die macht 24%. Ja, wer macht sie nicht? Weil du musst ja das bereinigen, um die da nicht wählen. So, das zeigt doch die hohe Politikverdrossenheit in diesem Land. Weil die Menschen, die Bürgerinnen und Bürger sich abwenden von den sogenannten Herrschaftseliten im Land, in Wirtschaft und auch Gewerkschaft und auch den Parteien. Das ist das Problem dieses Landes und auch das Problem von ganz Europa. So, man traut diesen Leuten nichts mehr zu, die wirklichen Probleme. Und ich sage das nochmal in aller Deutlichkeit als Ökonom. Das größte Problem in einer Volkswirtschaft ist, wenn sie nicht vollbeschäftigt ist. Daraus leitet sich alles andere ab. Alles andere. Niedergang, letztlich Zerstörung der Gesellschaft. Sie frisst sich vom Kern selbst auf. So, und da erwarte ich von Herrschaftseliten, die sich als solche bezeichnen, die uns führen wollen, da erwarte ich intelligente Antworten. Und da kommt nichts. Ich war in der Podiumsdiskussion, da haben die mich unten in München eingeladen, als Wissenschaftler. Ich sollte zu den Kandidaten, die dort die Bundestagskandidaten waren, da sollte ich was sagen. Als Wissenschaftler sollte ich das beurteilen, bewerten. Da hatte jeder eine Viertelstunde der 4, 5 Parteien, die da im Bundestag vertreten sind. Dann kam die Frage auf mich zu: Herr Bontrop, was sagen Sie denn jetzt als Ökonom, als Wirtschaftswissenschaftler, zu was unsere Volksvertreter hier vorgetragen haben? Da habe ich gesagt, das kann ich nicht bewerten. Da kam die Rückfrage von dem Journalisten, warum nicht? Ja, ich sagte, die haben ja nichts gesagt. Ich finde es trotzdem wichtig, dass wir auch mit euch ins Gespräch kommen. Ich habe hier eine unglaublich lange Redeliste. Also, und die würde ich auch ganz gerne alle noch hören wollen. Als nächstes habe ich hier Winfried. Hier 4-mal zum Ankreuzen gesagt. Es gab auch noch die Frage von Jürgen, glaube ich. Wenn man da vielleicht nochmal drauf Bezug nehmen könnte. Und dann würde ich sagen, ich weiß nicht, ob wir hier rausgeschmissen werden, aber... Wir haben noch gut Zeit, das ist wunderbar. Dann geben wir hier erst nochmal an die Runde und ich würde Heinz Bontrop bitten, da anzufangen. Hier, das funktioniert. Überschrift muss laufen, ist eigentlich eine ganz einfache. Wem gehört die Produktivität? So. Da sagt natürlich der Unternehmer, ja, was ist denn das für eine dumme Frage? Ja, die gehört mir natürlich. So, das ist doch genau der systemimmanente Widerspruch und der ist immanent. So, dass das alles kein Spaziergang ist, dass wer die Arbeitszeitverkürzungsfrage stellt, die Verteilungsfrage stellt, das ist doch völlig klar. So. Aber wenn ich mich nur reduziere auf reine Lohnrunden, dann lasse ich leider die, die heute schon keine Arbeit haben, völlig außen vor. Die hänge ich ab. Das kann nicht sein. Das ist für mich kein holistisches Gesellschaftsmodell. Das ist für mich keine holistische Politik. Zweite Bemerkung, das habe ich ja auch ausgeführt, das geht nur gesamtgesellschaftlich. Das kann man
innerhalb der Tarifautonomie, um hier die Frage von dem Kollegen mit aufzunehmen, in der Tarifautonomie kann man das nicht lösen, weil die Tarifautonomie auch den Widerspruch, den immanenten kapitalistischen Widerspruch ja nicht auflöst. Widersprüche kann man übrigens überhaupt nicht auflösen. Die Tinte unterm Tarifvertrag ist noch nicht trocken, da ist der Widerspruch schon wieder da. Zwischen Kapital und Markt. So. Aber das ist ja das, was mich auch so ärgert. Ja, wenn da zwei Professoren, wir kämpfen da seit Jahren, wir werden angefeindet, ohne Ende, was ich da für Mails bekomme. Ja, Gerhards Nestbeschmutzer und. Was ja völliger Unsinn ist. Weil ich will ja Veränderung. Und Veränderung geht nur, wenn man das mal dialektisch betrachtet, durch eine These, durch eine Rede, durch eine Antithese und eine Gegenrede. Daraus gibt es eine Synthese und hoffentlich eine Weiterentwicklung. Und wenn es innerhalb der Gewerkschaften verboten ist, von oben die Antithese zu bilden, die Gegenrede, dann ist jegliche Entwicklung, jegliche Innovation verloren. Und darüber sollten mal viele, auch Spitzenfunktionäre in der Gewerkschaft, nachdenken. Ich lasse mir nicht den Mund verbieten von oben, ja, weil ich eine Weiterentwicklung will. Dann bin ich eben die Antithese. Auch von der These, da höre ich nicht mal was. Selbst die gibt es ja nicht. Dann sollen sie es formulieren. Aber da sind sie selbst unfähig, diese These zu formulieren. Das trägt nicht gesellschaftlich. Und dann verfällt Gesellschaft immer mehr. Und das können wir doch mit blankem Auge erkennen. Ich lade euch mal ein, in meine Stadt zu kommen, nach Gelsenkirchen. Da haben wir an den Arbeitsmärkten spanische Verhältnisse, das aber nicht erst seit gestern. Wir haben dort eine Arbeitslosenquote von 22-23%. Von Jugendarbeitslosigkeit will ich gar nicht reden. So, wir hätten hier heute Abend mal diskutieren müssen, wie die regionale Verteilung von Arbeitslosigkeit aussieht. Die ist ja unterschiedlich verteilt. Ich trete auf in Süddeutschland, in Ulm, da haben die eine Arbeitslosenquote von 1%. Wenn ich da von Massenarbeitslosigkeit rede, dann gucken die mich ganz komisch an. Ja, das Sein schafft das Bewusstsein. So ist das im Leben. Und wenn ich in Gelsenkirchen eine Rede halte und rede da über Arbeitslosigkeit, dann verstehen die Menschen mich da sofort, weil sie sind betroffen. Das Sein bestimmt das Bewusstsein. So, und wenn wir es nicht schaffen, dieses Krebsgeschwür, diese Ursache zu beseitigen, dann ist der Patient, die Volkswirtschaft, die Gesellschaft weiter tief krank. Und ich bin es wirklich leid, über Symptome zu reden. Ja, die helfen nicht, die schaffen allenfalls Linderung. Wenn ich zum Arzt gehe und der sagt mir, Sie haben das und das, Herr Bontrup, das und das ist die Ursache, dann will ich die Ursache beseitigt haben. Das erwarte ich von meinem Arzt an Therapie und nicht, dass er die Symptome bekämpft. Und wir reden gesellschaftlich leider, der gesamten politischen Klasse, nur noch über Symptome, weil es weh tut. Das tut weh, das ist doch klar. Dann erwarte ich Antworten, wenn ich die Ursache offenlege. Und man hat dann keine Antwort auf die Ursache zu beseitigen. Das ist das Problem von Politik heute. Und wenn wir heute den öffentlichen Dienst hier hören, das wird doch jetzt erst losgehen. Schuldenbremse nur als Stichwort. Wie wollen denn die südeuropäischen Länder, wie wollen die denn aus der Massenarbeitslosigkeit wieder rauskommen? Wenn ich da eine hohle Phrase von Politikern höre, das machen wir mit Wachstum, dann kann ich nur sagen, die wissen nicht, worüber die reden. Sie haben keine Antworten mehr. Sie sind am Ende. Völlig am Ende. Das ist unser Problem. Und das, was Sie uns suggerieren, Sie hätten noch Scheinlösungen, das sind allenfalls nicht mal Scheinlösungen für unsere Problematik. Wir laufen in ein ganz gefährliches Fahrwasser. Nicht nur in Deutschland, in ganz Europa. Die Europäische Union steht kurz vorm Verfall. Nach der Wahl werden jetzt die ganzen Dinge kommen. Haircut nochmal, Kapitalschnitt in Griechenland, das ist völlig klar.
dann reden wir nochmal über 150 Milliarden mindestens. Ja. Wer zahlt denn das? Wir. Dann kommt das hier an. Das ist ja bisher nichts von angekommen. Das geht jetzt an so, jetzt geht das, es wird jetzt losgehen in den nächsten Jahren. Da werden wir Wahrheiten hören und wir müssen Antworten finden und die gibt Politik nicht. Und deshalb ist meine eine Antwort, auch als Sprecher der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik, da könnte ich auch fragen, warum unterschreiben eigentlich die ersten Vorsitzenden der Einzelgewerkschaften das Memorandum nicht? Seit 35 Jahren. Da gibt es nur einen einzigen. Ulrich Thöne, der Vorsitzende der GEW, der hat es immer unterschrieben. Alle anderen unterschreiben das nicht. Und wer wollte denn wohl hier im Raum sagen, die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik ist nicht der größte Freund der Ökonomen, der Gewerkschaften? Da habe ich nur Verständnis für so ein Verhalten von Gewerkschaftsvorsitzenden. Dass sie nicht einmal Mumm haben, uns als Wissenschaftler, als Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik irgendwie unterstützen. Das spricht Bände. Was wollen die denn eigentlich? So, da muss ich natürlich mit dem Kapital face to face. Da muss ich stehen und muss die Position vertreten. So, da muss ich in die Auseinandersetzung gehen. Da kann ich nicht Schmusekurs fahren. Da kann ich mir meinen 60. Geburtstag wie Huber nicht von Merkel im Kanzleramt ausrichten lassen. Wo Ackermann vorher, ein halbes Jahr vorher, jeden Tag in den Gazetten war. Und Huber geht ein halbes Jahr später dahin und lässt sich auch seinen 60. Geburtstag im Kanzleramt ausrichten. Was ist denn von so einem Arbeiterführer zu erwarten? Was will der denn morgen der Bundeskanzlerin noch sagen? Wer das macht, der kann gar nichts mehr sagen. Der hat nur noch zu kuschen, das tut er dann auch. Das geht so nicht. Dann verfällt Gesellschaft. Dann fällt der Gegenpol aus, dann fällt die Antithese aus. Und dann ist Gesellschaft verloren. Das wäre ein gutes Schlusswort gewesen. Weil mein Vorsitzender Berthold Huber ist eine auslaufende Nummer. Der geht dieses Jahr noch in Rente. Der nur Schaden angerichtet hat. Über den müssen wir nicht weiter diskutieren. Größten Schaden angerichtet hat. Größten Schaden. Wie der über spanische Arbeiter gesprochen hat, da spottet jeder Beschreibung. Okay. Jeder Beschreibung. Ey, ja, ist doch wahr, Mensch. Unerträglich. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich sag nochmal, das wäre eigentlich ein gutes Schlusswort gewesen. Ich möchte gerne anknüpfen an zwei Punkte. Wenn ich mir das Parteiprogramm unserer Partei, der Partei der Linken, also auch meiner Partei anschaue, dann sind ganz viele Forderungen von dem, was wir heute hier diskutiert haben, einschließlich der Arbeitszeitverkürzung darin mit enthalten. Und ich habe persönlich vor, ich habe das am Anfang schon gesagt, ich werde an allen Stellen, sei es Personalbemessung, Arbeitszeitverkürzung an und für sich, wo ich kann mitkämpfen in die Richtung, wenn ich nochmal in den Bundestag reinkomme. Ich bin in Niedersachsen auf Listenplatz 2. Wenn die Liste in den Bundestag kommen wird, werde ich auch mit dabei sein. Insofern werden wir uns ja möglicherweise nochmal wiedersehen. Ich möchte euch darauf aufmerksam machen, ich habe da draußen Karten von mir hingelegt. Wenn jemand von euch, ich habe sowas wie einen gewerkschaftlichen Verteiler, nenne ich das, da verschicke ich Informationen aus dem Ausschuss für Arbeit und Soziales und wer von euch damit aufgenommen werden müsste, der schickt mir einfach eine E-Mail und dann mache ich das und dann werden wir über den Weg vielleicht auch nochmal zusammen in Kommunikation kommen. Ansonsten wünsche ich euch einen guten Wahlkampf und macht weiter so mit spannenden Debatten. Ja, vielen Dank. Ich wollte noch Frage sagen. Wir sind uns darüber einig, dass ein gesamtgesellschaftliches Problem die Massenarbeitslosigkeit und kann deswegen nicht nur allein von Arbeitgebern und Gewerkschaften gelöst werden. Die Frage, ob der Staat alle Arbeitslosen einstellen soll oder ob Lohn subventioniert werden soll oder Arbeitszeitverkürzung subventioniert werden soll, die können wir stellen, aber erst dann, wenn wir in diesem Land auch Umverteilen haben. Wenn also eine saftige Vermögenssteuer, wenn die Spitzensteuersätze hochgegangen sind und der Verteilungsspielraum für den Staat auch da ist und nicht über Mehrwertsteuer oder sonstige indirekte Steuern von Arbeitnehmern, Rentnern und Arbeitslosen das alles bezahlt wird. Wir sind bei Attac ja auch für die Kampagne Umverteilen und setzen uns dafür ein. Wenn wir das alles durchgesetzt haben, dann kann man auch darüber reden, dass der Staat sowas finanziert. Also
dann knüpfe ich, ich wollte es eigentlich andersrum machen, aber dann knüpfe ich erstmal an diese Frage an. Also ich glaube schon, dass man über die staatliche Ebene etwas machen kann. Also die Kurzarbeit hat gezeigt, dass Arbeitszeitverkürzung mit staatlicher Subventionierung des Lohnausgleiches, dass das machbar ist. Das war eine große Koalition, die das eingeführt hat. Und in so einem Sinne wäre auch eine Weiterentwicklung denkbar. Also wir könnten durchaus ein Gesetz zur Arbeitsumverteilung mit einem irgendwie subventionierten Lohnausgleich, mit einer obligatorischen Wiederbesetzung der frei werdenden Stellen durch Arbeitslose, das könnten wir uns durchaus vorstellen. Ja? Aber das ist natürlich nur ein ganz kleiner Teil, der damit aufgefangen wird. Weil letztendlich ist das natürlich doch ein Problem, was zwischen Kapital und Arbeit ausgetragen wird. Und da ist es einfach sonnenklar, der Interessengegensatz bedeutet, dass Arbeitgeber schlichtweg die längsten Arbeitszeiten gerne hätten. Die würden am liebsten 24 Stunden rund um die Uhr haben, wenn sie könnten. Und um dagegen vorzugehen, brauchen wir eine wirkliche Kraft- und Machtentfaltung auf der Gewerkschaftsseite. Da kommen wir leider nicht dran vorbei. Also das ist eine völlige Illusion zu meinen, dass der Staat sozusagen stellvertretend, ohne dass das von unten erkämpft wird. Das funktioniert im Kapitalismus nicht. Ja? Und deswegen finde ich, ist die ganze Frage des Verhältnisses von Führung und Basis in den Gewerkschaften eben doch nicht einfach so trivial. Und da müssen wir einfach mal sehen, dass wir auch in den Gewerkschaftsführungen einen Prozess von über 30 Jahren auch einer neoliberalen, wie soll man sagen, Propaganda-Offensive hinter uns haben. Davon sind die auch nicht unberührt geblieben. Ganz viel von dem, also ich meine, die SPD und die Grünen haben es ja vorgemacht, also Schröder, Blair, diese ganzen Ideen, die im Übrigen die FDP, das Lambsdorff-Papier 1986, da stand das alles ganz genau drin, wie die Liberalen sich das vorstellen, mit der Deregulierung und der neoliberalen Verfassung einer Gesellschaft. Und das ist sukzessive in die Köpfe gesickert, eben auch von Linken und Gewerkschaftern, das muss man leider so sagen. Und deswegen müssen wir jetzt im Grunde wieder anfangen, und ich glaube, die Chancen stehen auch nicht so schlecht, durch die Krisenerfahrung, da jetzt wieder Gegenpropaganda auch zu beginnen. Also das ist eine Frage auch der Köpfe. Also es ist nicht in letzter Instanz ein ökonomisches Problem, würde ich mal behaupten, wenn wir was verändern wollen. Und wir haben ein paar, also ich denke, wir haben schon ein paar Ansätze. Erstmal bei den jetzt ganz normalen Gewerkschaftsmitgliedern, wenn man jetzt nur mal von den Beschäftigten und Gewerkschaftsmitgliedern ausgeht. Auch die haben Interessen. Die haben zum Beispiel das Interesse an Beschäftigungssicherung. Das hat ja Achim sehr schön am Anfang schon gesagt. Sie haben aber auch, wenn sie berufstätige Eltern sind, haben die ein hohes Interesse dran. Das wächst auch ständig, mehr Zeit für ihre Kinder zu haben oder für ihre pflegebedürftigen Angehörigen. Das ist ein enormer Druck, der in der Gesellschaft sich da aufbaut. Dann gibt es auch Männer, die zum Beispiel eine Frau haben, die gerne wieder in den Job zurückkehren würde nach der Elternzeit. Die findet aber nichts, sie kommt nicht wieder rein. Oder die Kinder haben, die nach der Ausbildung keinen Arbeitsplatz finden. All das sind wirkliche Bedürfnisse, die von den Gewerkschaften aber aufgegriffen werden müssten. Und das tun sie in meinen Augen bisher nicht. Auf jeden Fall nicht mit System. Und deswegen, im Grunde müsste einmal sowohl der Gedanke der Solidarität wieder überhaupt als Leitgedanke gewerkschaftlicher Arbeit in den Mittelpunkt gerückt werden. Und diese Frage, also die amerikanischen Gewerkschaften sind ja in vielen ganz unterirdisch schrecklich gewesen, aber in vielem sind sie auch Vorreiter. Die haben vor einiger Zeit die sogenannte Politics for Working Families zur Programmatik gemacht. Das heißt, Gewerkschaftspolitik nicht einfach nur von einem einzelnen Mitglied zu denken, sondern von Menschen, die in Familien leben
und die auch Angehörige haben, die auch Probleme haben und Bedürfnisse haben und für die gemeinsam Politik zu machen. Und in meinen Augen wäre das wirklich ein Ansatz, jetzt die Gewerkschaften wieder in einen Diskurs zu bringen, der dann auch Arbeitszeitverkürzungen wirklich innerhalb der eigenen Organisation wieder zum Thema überhaupt macht. Diese Mikros. So. Ja, ich würde es da auch kurz dran ansetzen. Erstens unterschreibe ich, muss ich das Memorandum und insofern muss ich, kann ich das beruhigen, muss ich, es gibt ja was ich genug, muss ich sozusagen auch von Gewerkschaftsfunktionären, die sozusagen genau diese Botschaft im Grunde auch sozusagen in die Belegschaften und in die Gesellschaft, muss ich mit reinbringen wollen. Und ich glaube, deswegen ist es halt, wir sind eine Schlüsselrolle, haben Gewerkschaften inne. Ich glaube, das haben wir hier an verschiedenen Punkten auch klar gemacht und das ist auch eine Aufgabe und eine Pflicht von Gewerkschaften, an den Punkten weiterzukommen, aber es ist natürlich insgesamt eine gesamtgesellschaftliche Gegenstrategie notwendig, um das Denken von, der Kollegenschaften, der Gewerkschaften auch zu beeinflussen. Das machen ja nicht Einzelne, sondern das sind immer Prozesse, um sozusagen an den Themen die Köpfe als solches zu gewinnen und auch dann entsprechend Mehrheiten zu setzen. Ob das jetzt beim Mindestlohn war, wo wir sozusagen Kampagnen lang gefahren mussten, bis dann klar war, warum ist das wichtig, genauso eine Strategie und genauso gemeinsames Handeln braucht man auch im Rahmen der Arbeitszeitverkürzung an den Punkten der Umverteilung, das hinzukriegen. Wir haben, es ist ja nicht so, dass sozusagen auch die Verteilungsfrage nicht immer wieder in den Mittelpunkt auch an verschiedenen Punkten gestellt wird oder auch, sag mal, getragen wird. Aber man sieht, dass halt die Mitglieder und die Gewerkschaft und auch die Beschäftigten in den verschiedenen Branchen, die ticken halt so wie die Gesamtgesellschaft. So tickt unser Apparat gemeinsam. Insofern können wir nur gemeinsame Anstrengungen nutzen, sozusagen gesellschaftliche Veränderungen anzuziehen. Dann, da haben wir eine wichtige Aufgabe. Ich glaube schon, dass es auch gerade innerhalb der Gewerkschaften auch sehr viele Kolleginnen und Kollegen gibt, die genau an diesen Fragen aktiv arbeiten und mitarbeiten. Aber da müssen wir halt im Grunde ansetzen, um wirklich auch gesellschaftliche Veränderungen hinzukriegen. Gesamtgesellschaftlich und dadurch halt auch bei uns in den Gewerkschaften. Darf ich noch eine Sache sagen, die habe ich eben vergessen. Schnell, sonst stand auf, ja. Ja, also all das, was wir jetzt gesagt haben, wird natürlich auch, wenn du sagst, also es kann ja nicht nur die Gewerkschaft sein, sondern es muss auch die Gesellschaft sein, wird auch gestützt natürlich von bestimmten Teilen der Politik und also in bestimmten Branchen und der Wissenschaft vor allem. Das haben wir jetzt bisher eigentlich gar noch nicht erwähnt, bis auf die ökonomische Wissenschaft. Aber zum Beispiel alle Familienforschung, alle Gesundheitsforschung, alle auch Arbeitsforschung sagt ganz deutlich in den letzten Jahren zunehmend, wir brauchen eine kurze Vollzeit. Wir haben den ersten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung, dieser unterirdisch schrecklichen Bundesfamilienministerin. Aber da kommen die zu dem Resultat, wir brauchen eine kurze Vollzeit von um die 32 Stunden. Genauso der achte Familienbericht kommt zu dem gleichen Ergebnis. Die ganze Gesundheitsforschung, die Arbeitswissenschaft, alle, wo jetzt Burnout oder wie man es auch nennen mag, diskutiert wird, alle sagen, wir müssen zu radikalen Arbeitszeitverkürzungen perspektivisch dieser kurzen Vollzeit um die 30 Stunden kommen. Und das sind Trends. Selbst die Bundesfamilienministerin fordert die 30-Stunden-Woche für berufstätige Eltern. Ja? Die sagt nicht, wie man es machen soll und wer es bezahlen soll, aber sie fordert das immerhin. Und insofern ist es nicht so, als wären wir jetzt hier mit unseren Forderungen da völlig alleine auf weiter Flur. Man muss die Bündnisse nur dann halt auch wirklich schließen. Dann sind wir doch am Ende der Veranstaltung. Ich würde nur mal ganz kurz sagen, von wegen, wir haben in Bremen eine Zweidrittelmehrheit von unten. Gleichzeitig haben wir durchaus Gelsenkirchener Verhältnisse, von denen wir die Armutsentwicklung haben. Es ist meine Erfahrung, dass es eine relativ hohe Lethargie gibt bezüglich der Widerstandsentwicklung. Bislang. Es beginnt zu bröseln. Also ich habe die Erfahrung aus einem städtischen outgesourcten Betrieb, da ging es um die Arbeitsplatzsicherung und da gab es plötzlich diese Art von Solidarität. Es waren ungefähr 30, 40 Leute
die um 2/3 gekürzt werden sollte. Also die Arbeitsplätze sollten runtergefahren werden. Und da haben sich die von uns drum gekümmert, wir machen eine Betriebsgruppe mit Beteiligung von Verdi, aber die treibende Kraft war diese Gruppe. Und der interessante Effekt, der eingetreten ist, dass sich Widerstand lohnt. Und das ist genau der Punkt, an dem wir arbeiten müssen. Das sind kleine Effekte. Und da kommt die Verdi gar nicht drum rum, das mal zur Kenntnis zu nehmen und das auch wieder aufzunehmen und einzubinden. Und das, daran muss man arbeiten. Und ich erlebe bei all dem Druck, der jetzt runterbricht, dass die Menschen auch wirklich keinen Bock mehr haben. Wir haben sehr viele Beispiele jetzt gerade gehört. Und insofern stimmt mich das ganz hoffnungsfroh. Wir werden hier auf der Parteiebene da weitermachen und wir werden es selbstverständlich ununterbrochen alle vor diesen Knoten schieben. Und in dem Sinne einen schönen Abend. Applaus